der Gedankenwüste. Das ist ja, warte mal, dieses Meeting wird per Livestream übertragen. Jetzt. Oh, Sachen gibt's. Was sagte ich? Staubsturm über der Gedankenwüste. So, und dann Ja. auf der Ich habe Stream. aber, ich mache aber erstmal das Utopische, das, was dann nicht nach Feuer aussieht. Ich tue jetzt mal den Link dazu, dann Twitter nochmal wie gehabt. Jetzt auch Haben wir aus. wieder diese Terroristen am Hals, ne? Nee, die habe ich ja, das ist eigentlich nur, wenn du das twitterst mit der ganzen ID und dem ganzen Gerappel. Also, okay. Ich twitter jetzt nur die YouTube-URL vom Stream. Ich meine, so bescheuert die sind, sind sie eben auch bescheuert. Also ich meine, Gehören einfach irgendwie dazu. gehören irgendwie dazu. Irgendwie so ein Stream ohne Troll ist gar keiner oder so irgendwie. Ja, es ist unauffällig. Guck mal hier so jetzt. Bloß nicht auffallen. Wenn ich jetzt schwarz-weiß wäre, also das heißt Graustufen, mal gucken, kann man das machen? Ja, Filter muss ich dann wählen, ne? Du Dass bist der aber nicht. aussieht. Doch, du kannst es auch in Zoom jetzt, habe ich gesehen. Du kannst auch schwarz-weiß einstellen. Ja, ich meine irgendwo Weil du hast ja jetzt kein OBS-Laufen. Videofilter. Du hast kein OBS-Laufen, ne? Nee, nee. Nee. Ah, das ist auch ein Trainingswunsch noch für die mittlere Zukunft. So wäre es in Schwarz-Weiß, das ist auch bescheuert. Das sieht nicht gut aus. Und so sieht das Ganze unangemessen aufgehellt, so ist die Lage nicht. Unangemessen. Ja, und das ist jetzt irgendwie, bin ich rosiger als sonst, ne, oder? Und? Ja, ich Rosa. habe jetzt so einen sachten rosa Schimmer auf dem Haar. Was machen diese Filter mit einem Mann? Jetzt kommt mir das also insgesamt, also nicht. Doch, so lassen wir das, das ist Realismus. Pur. Jetzt neu und live. Jetzt neu nach, genau, wir. Ja, jetzt neu und Ja, live. wir müssen ja jetzt sagen, dass wir also überhaupt keinem Hallo? Format folgen wollen. Müssen wir jetzt noch mal So. Einleitung machen? Was Kunsttalk oder was? Was ist Kunsttalk? Was soll Ja, das das? ist so. Was soll das Was überhaupt? soll das? Warum trauen wir uns das? Also ist das nicht vermessen? Hybris geradezu. Macht So heute mit jeder, aber. macht jeder, genau. Also jeder kommt mit ihm seiner eingebildeten Professionalitätsmagie ins Internet geschneit, macht da irgendwie Ja, Stream, einen Videos, Stream, Livestream. ja, irgendwie sowas. Also das eigentlich könnte man sich ja schon fast sozusagen so als latente Gegenstream sozusagen, wenn wir nicht also genau wie alle an dieser ganzen Technologie hängen würden, nicht? Also wenn wir nicht in völliger Ohnmacht, es sei denn, wir würden uns zu politischen Giganten aufschwingen, nicht? Also mit dieser YouTube, Twitter, Zoom. Ja, genau. Wenn Bilder sprechen könnten, würden sie gar nicht so viel sagen. Es gab da, wo ich mal so ein Restaurant, die hatten groß Fotos aus den 60er oder wo 50er, wo in Deutschland die Spaghetti eingeführt wurden. Gibt da so Narrative, dass die Frau, also die Deutschen nicht wussten, wie man die isst. Ja, Und da sind stimmt. scheinbar die urkomischsten Fotos entstanden. Die wussten nicht, wie man das isst, aber dann kamen die in einer raschen Abfolge, die einem immer wieder immer neu erklärt haben, wie man die isst, nicht? Also dann plötzlich hieß es, also das ist schon relativ spät, dass man unbedingt im Löffel drehen soll. Also erstmal drehen und dann im Löffel. Und jetzt dann kam, dass das mit dem Löffel überhaupt Quatsch wäre, weil Ja. kein Italiener im Löffel dreht, sondern Ja. alle irgendwie auf dem Teller. Genau, oder in Oder der frei in der Schale. Luft oder in der Schale oder Ja. haben irgendwie einen Hausdiener, in dessen sieht eben wohl keine Ahnung. Nein, also Und das jetzt weiß man aber auch, dass das auch nicht stimmt, weil die Italiener, die tun die vorher dreimal brechen. genau, wie meine Mama früher, die hat ja Da und das Schlimmste ist ja gibt's immer, aber Ruhe, wenn das machst. wenn man aus Versehen das die Macaroni-Packung genommen hat und dann auf einmal statt der Spaghetti Macaroni essen muss. Die sind Waren die so schwer Platten zu oder was? handhaben.
Das sind Makaroni. die Runden, in die man noch so eine Spaghetti reinstecken kann. Ach so, die mit Loch, so Nee, Röhren. mit die Röhren, genau. In denen soll ja dann also auch Die Soße Soße. da rein, ja. Aber es ist ja Quatsch, da sind Spiralnudeln wesentlich besser. Haben mehr Oberfläche. Genau. Womit wir eigentlich so beim Kochen wären, wenn wir beim Kochen sind, dann sind wir schon bei der Ofenhitze. Wenn wir bei der Ofenhitze sind, dann sind wir bei der Feuerstelle. Und da muss man also sagen, dass man da noch was Interessantes einflechten kann, sozusagen so als Starthilfe, dass eben diese Feuerstelle im Zelt, also jetzt sagen wir einer Jurte Offenes natürlich nicht unbedingt, Feuer, ne? Ja. offenes Feuer in der Mitte von so einer Jurte oder ähnliches Tipi, also Jurte ist wahrscheinlicher, dass das eben dann gehütet wurde von jemanden, der mit dieser Achse, die dann hier entstand, nicht? Also Feuer, dann hoch, nicht Rauch, durchs Loch hoch, ne? Und dann oben im Himmel auch ein Loch zu den Göttern. Also es ist im Grunde so ganz das Modell Zelt, ne? So mega Meterzelt, Zelt zweiter Ordnung, dritter Ordnung und so, ne? Dass das also damals dann den Frauen überlassen war. Also von wegen, das war dann sozusagen das Zentrum. Außen agierten dann natürlich die Clan-Chefs und schafften Reichtümer ran, hüteten den Handel und die Herden. Und was zum Aber Grillen. und dann kam von da das zum Grill. Aber dazu brauchte man, und das war dann eben eine echte Kostbarkeit, das ist ja schon im Grunde schon kybernetisch, dass man dann ein Dreibein hatte. Ich wollte gerade sagen, jetzt Das kommt das Dreibein. Dreibein, Ja. genau, jetzt muss das Dreibein kommen. Und das Dreibein hat dann eben gebracht, dass man den Topf also wahlweise nah oder fern, hoch oder niedrig zum Feuer positionieren konnte. Und damit war so ein Steuerungsding drin, nicht? Also man musste nicht unmittelbar das Feuer regulieren, sondern konnte also so. Und was dabei rauskam, ist, dass die Pythia in ganz vielen Abbildungen, eigentlich in allen, so die ich kenne, die Pythia, das ist also das Griechische Orakel von Mythologie Delphi. oder was? Griechische Nö, Mythologie. das ist nicht Mythologie, das ist Geschichte. Die Pythia ist sozusagen das Orakel von Delphi in Persona. Und zum Schluss gab es auch viele, die haben in Schicht gearbeitet, nicht? Und es gab auch welche für Arme, da durften nur Fragen mit Ja und Nein gestellt werden. Und es gab welche für Könige, da war das gleich immer diplomatischer Akt. Aber auf jeden Fall mit unglaublicher Macht, nicht? Und diese Priesterschaft hat dann eben diese Pythia, ich weiß nicht, ob sie wirklich auf dem Dreibein saß, aber auf den Bildern ist sie auf dem Dreibein. Das heißt, sie nimmt direkt Platz in dieser Verbindung zwischen Himmel und Erde, Feuerstelle und Sternen so. Und von daher kommen wahrscheinlich auch diese ganzen Geschichten darum, von wegen, da wären Dämpfe, in denen sie sozusagen Ja, sich hat in Trance die geeignet. Geisterwelt und ja. Ja, aber das wahrscheinlich waren da einfache Schamanenfähigkeiten mehr, nicht viel mehr nötig und nicht Erdspalten und sowas. Aber da ist eben diese Säule. Was wollte ich sagen? Diese drei Beine, mit diesen drei Beinen wurde Delphi bezahlt. Also die hatten Hallen voller Dreibeine. Diese Dreibeine müssen unglaublich kostbar, also sozusagen eine Währung gewesen sein. Also das habe ich jetzt nicht weiterverfolgt. Also ich habe da aber das ist sehr, sehr, sehr spannend, nicht? Und in der Odyssee, nee, in der Ilias, da gibt es eben auch viel Schlachtengetümmel um Dreibeine, nicht? Also ein Dreibein zu erobern, abzujagen oder irgendwie, Wie das wenn man da Tafelsilber oder so. ja, wie das Tafelsilber, aber also hat natürlich eine symbolische Bedeutung, nicht? Weil also wenn du des Gegenclans Dreibein hast, dann hast du die sozusagen die Seele gezogen, ne? So. Also hast das Dreibein, du hast die Steuermöglichkeit im Zugang zu den Göttern weggenommen und ja, also außerdem, wenn aber rein materiell, um so ein Bronzeding zu kriegen, musstest du ja Fernhandelsbeziehungen haben, musstest du zu allem vielleicht selber herstellen können und nicht. Also es ist schon ein unglaublich weitreichender Einsatz von allen Mitteln,
ne, die man da brauchte. Wann Gut, warst ja. du, wo bist du denn da zeitlich? Zeitlich, naja, in der Zeit, wo das da mit Delphi losging, ne, und endete. Vor Jetzt frag mich nicht 2000. nach Zahlen, ich habe keine Zahlen. Ja, ich versuche das noch gerade Zahlen, erstmal, du machst immer hier mit Zahlen. so Du musst es chronologisch selber rechnen. einzuordnen, Ja, dann mach wie mal. dann zum Beispiel, wie schwer das da war, so Bronze oder sonst was da dran zu kommen. Das wäre halt für mich so Genau. ein weiterer Punkt. Ich schalte mal eben meinen Hintergrund kurz weg, weil ich ja dann noch einen zweite Stütze vom Thema. Mal sehen, was man wählen Sie oder entwählen wählen Sie oder wählen Sie eben nicht. So, guck mal, jetzt hat man Oh. den Blick in mein Atelier, ne? Ja. So, aber nur um diesen Gaston Bachelard, ne? Also, das ist sozusagen, ich wähle mir dann immer so bei meinen Zeichenunternehmungen zum Beispiel Paten, manchmal einen, manchmal mehrere. Und hier ist eben dieser Gaston Bachelard, ist eben ein Pate, der halt dieses Buch geschrieben hat, Die Flamme einer Kerze. Und er stellt sich da eben den einsamen Denker vor der Kerze vor oder Dichter, Denker, so und wie der dann sozusagen schreibt, meinetwegen denkt, zeichnet und geht dann durch die ganze Literatur, die er so finden kann und folgt also dieser Spur der einzelnen Flamme. Also die einsame Kerzenflamme hat noch eine andere geschrieben, was anderes geschrieben, das ist dann hier das. Das ist dann direkt also eine Psychoanalyse des Feuers und das ist dann schon so flächendeckend, ne? So, wow, eine ganze Psychologie Ja, des Feuers. ja, ja. Aber finde ich das hier schöner, bescheidener und handhabbarer, nicht? Man sieht da ja auch schon sozusagen so ein Beispiel, nicht da, Flamme. So, okay, super. So Ja. bist du auf deine Flammen-Serie gekommen, oder was? Nee, gekommen, nein, nein, das ist eben, aber als ich anfing, Flammen zu zeichnen, ist mir das in die Quere gekommen. Und hier sieht man also sogar so Also hast du mit den Flammen angefangen. antiquarisch, ne? Warum? Einfach nur so. Aus der Entdeckung, ich mache das jetzt mal wieder hier. So, man wird der Hintergrund. Zack, und nein, das nicht. Wann ist das Nein, das. chronologisch jetzt in deinem Werkzyklus da irgendwo verortet? Die Flammen. Das Thema. Werkzyklus. Ist das ein längerer Zyklus oder was? So, da im Hintergrund. Also man konnte, ich habe irgendwann entdeckt, wie wahnsinnig schön man also am Computer weiß auf schwarz oder grau auf schwarz zeichnen kann. Also mit dem Tablet und so, ne? Und aus dem Kritzeln, hier kann man das noch ganz schön sehen, wie es einfach aus Kritzeln dann zu, ist ja so ein Flammen da, ne? So, ja, meinem eigenen Hintergrund entkommen. Oh! Die Und Thermodynamik, die dann da abgebildet wird über die Striche, ne? Oder wie? ja, also das Das ist eher thermische so, Gefüge. dass ich so ein Kritzel mache, merke, das könnte eine Flamme werden und dann lasse ich eine Flamme werden, ne? Und dann ist das eben ganz schön. Also statt dieser einzelnen heißen Flamme, so wie du das in deinem Fächer da ja hast, das ist ja sozusagen so eine Zündflamme, sogar so, obwohl so zünden die gar nicht, das ist hier montiert, ne? Ich finde Im an, er weiß Hintergrund nicht, ist an nicht, dem ne? Bild finde ich eigentlich nur interessant, dass man denkt, wie geht das da Wie weiter? geht das da weiter? Wieso brennt die so einsam, ne? Wie lange Das geht ist das so da so weiter noch? unter lauter Ohne Sprengköpfen, ne? Gaspreisbremse wird das nichts. Also wir können ja sagen, das da ist jetzt Russland, Ukraine, ne? Und alle schieben so nach und nach, schieben die ihre zündbaren Kapazitäten oder Organe so dahin, nicht? So nach immer näher ran, immer so ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, nein, es zündet noch nicht. Ah, haben wir Glück gehabt? Nee, das ist nicht so, das ist jetzt nicht noch so ein wirklich drei kommt. Ah, nee, noch ein bisschen mehr dran. Und der Putin sagt, er macht jetzt ernst, ah, noch ein bisschen mehr ran. Das So, sieht nicht gut aus. das sieht überhaupt nicht gut Das aus. sieht nicht gut aus. Das, die einzige Hoffnung ist, dass diese Flamme da eben montiert ist, weil so zündet eben mein Kopf nicht, dass wir denken können,
Ah, wie immer, es ist die Inszenierung und wir sind beeindruckt und so. Ja, wirklich. Ja, wie geht das weiter? Bei mir ging das eben so weiter, dass ich dann eben diese Flammenserie gemacht habe, immer. Und zwar immer, das war spät Nachmittag mindestens, also dämmerig, Dämmerung und so. Und oft aber wirklich, also wenn es dunkel war oder sogar richtig nachts. Leider zeigen die Bilder nicht mehr, die sind zu oft hin und her kopiert worden. Also auch von Computer zu Computer. Irgendwie zeigen die sich nicht mehr. Warte, ich guck mal das erste. Wie, die zeigen sich nicht mehr. Ja, also normal haben wir so einen Datensatz, nicht so Ach, du meinst in dem Dateinamen, also in den ja, im Dateien, Metadaten da. die Ah ja. Ja, Metadaten, aber du weißt ja genau. noch ungefähr, wann du da an der Serie da gearbeitet hast. Ja, genau, 2009. Ah ja. Also der erste hat so Änderungsdatum 10.07.2009 und das ist so 8 Uhr rum Ja. angeblich entstanden und das weiß ich eben nicht mehr. Ja. Also das nächste 21.28 Uhr, das Weil nächste die Metadaten beim Kopieren 19.59 Uhr. dann, je nachdem, wie dann eingestellt ist, Ja, halt also dann. ich erinnere mich, dass ich also relativ spät dran war. So, also hier die mit 21 Uhr und Ich so, sehe dann aber würde das nichts. Du ja. müsstest jetzt, wenn dann, einen Bildschirm teilen machen. Ja, Am okay. einfachsten. Nochmal kurz in die Bildschirmteilerei. Gut, ich mache das hier auf YouTube los, ob das funktioniert. Ja. So, gehe ich das noch frei. Und nein. Jetzt muss ich jetzt noch die richtige. Matze ist wohl heute nicht lustig. Matze hat es ihn eingeladen. Ja. Ja. Ja gut. Also er weiß ja, dass Achso. uns doch das Ja, Wort nicht okay, ändern. vielleicht kommt er noch irgendwann. Ja, das ist ja, wie er es gesagt Und hat. Andreas Bastin ist, glaube ich, mitten im Umzug oder so, Der ne? muss jetzt die ganze Wohnung leer räumen, ja. Wir sind jetzt heute zu zweit. Also Birgit ist auf Reisen. Ja. Matze, keine Ahnung. Du hast auch Andreas ist Leute auch. eingeladen, die wollen dann doch nicht kommen. Mal sehen. Und Ja, müssen wir aber jetzt aufhören, weil uns beiden alleine fällt, glaube ich, nichts ein, Andreas. Das wird zu langweilig als Format, wenn wir beide labern. nein, nein, das heißt doch, wir sind Doch. total erschöpft, weil wir Ja. seit 8 Stunden ununterbrochen dabei sind und uns jetzt mit letzter Kraft noch entschlossen haben Ja. zu streamen. Das kannst du uns nicht hier Ja. sozusagen, fällt uns nichts ein. Wir schicken so viele Ideen einfach in den Orkus, einfach nur, weil wir genug haben. Also irgendwie so, ne? Ja. Manche Leute verbrennen Dollarnoten. Also hier ist, warte mal, ich gehe mal. Also, hier kann ich ja so durchgehen. 98, 110, 110 Ausgewählte sind das hier schon. Kann ich gleich mal ein bisschen durchlaufen lassen. Ja, mach doch mal. Und also gut, mache ich jetzt die erste. Also man muss auch noch sagen, es kommen noch zwei Serien dazu, die dann mit diesen noch verbandelt werden müssen, nicht? Und du Aber hier willst sieht das man. kommerziell ausbeuten, hast mir erzählt, ne? Irgendwie. Da werden Aber du zeigst jetzt schon ich trotzdem. mache hier Man mal könnte jetzt auch Bücherauflage Screenshots 1. machen, so, ja. Ich Man mache könnte ja jetzt auch Bücherauflage 1 Screenshots und machen, dann hat On-Demand. man das umsonst, oder was? Ja, dann hat man das umsonst. Dann hat man aber Ja. auch sozusagen jegliches Beglaubigungs. Ja, ist das Krimskrams da nicht von. Ja. Ohne Ist ja. Zertifikat, Ja, ohne Zertifikat, das ist sowieso auch das. ja. Verfolgt mich in der Schule, das verfolgt mich hier im Internet. Okay, also hier sieht man so ein bisschen, wie ich hier so gekritzelt habe. Und so, und dann auf einmal, nicht, denke ich, ah, guck mal, jetzt braucht man das nur noch hier so oben so raus und dann kann man hier unten sowas rummachen und so, ne? Und da Kritzeln ja bei nennst du mir. das auch als extra, damit du das extra so unterstapeln, zum Unterstapeln oder was? Ja, das ist dann, Hast also du ja nicht Kritzel. so, ja. Weil das ist eben, man muss, also Kritzel muss auch gekonnt sein. Ne? Das ist Doch, nicht so ist jetzt die Frage, einfach. was man Ne? mit dem Wort verbindet, ne? Ja,
Also Kritzel, also ich bin ja richtig mal in so eine kleine Krise gekommen, als ich gesehen habe, da war so ein kleiner Junge, der kritzelte und die Kritzel sahen so nach Kritzel aus. Und bei mir, ich konnte machen, was ich wollte, die sahen alle schön aus. Konnte ich irgendwie, so Ja. musste ich mich echt anstrengen, um so ein Kritzelkritzel zu machen. Wie wenn einer Und Klavier spielen kann, der kann auch schlecht einen Nicht-Klavierspieler ja, simulieren. genau, man setzt sich hin, ne, und hebt an, also was richtig schlecht zu spielen und scheiße, klingt wieder gut. Und dann habe ich mich aber beruhigt, weil ich dann gemerkt habe, es gibt eben irgendeine Ebene oder irgendeinen Punkt, wo ich echt nicht kompetent genug bin, auch in der Kunst, oder man kann also den Level so weit heben oder da, wo ich gerade bin, in der Entwicklung, da kitzel ich doch. Ne? Und dann war das hier so mit der Bildschirm ist mein Feuer und das einsame Denken beziehungsweise Zeichnen vor der Flamme und so, nicht? Oder jetzt hier vor dem Dunkel. Das hat sich dann ergeben. Dann war ich richtig sü süchtig eine Zeit lang, nicht? Also immer diese Flammen elektronisch hinzubiegen, nicht? Und dann war so nach und nach wurde das auch so, dass ich dachte, die sollen jetzt nicht alle gleich aussehen, sondern irgendwie immer so ein bisschen so ein Hau im Konzept haben, dass das sich verändert hat. Und ja, dann ist es so geworden. Ne? Ja, und da will ich ein Buch von machen. Das dritte, und vielleicht wird es auch wie ein Orakelbuch, weil Da dieses. ist aber dann auch Texte sind dazu aber noch nicht entstanden, oder Ja, doch, Texte sind, gibt schon Texte, aber nicht wirklich ausgeschliffen halt, oder was? durchgedacht oder ja. Also das, was ich dir Also eher erzähle, ne, das gibt Notizen es dann eben auch. sozusagen. Ne? Notizen, Ja, oder? genau. Aha. So. Ja, hier merkt man dann bin ich auf einmal so ein bisschen konzeptueller, nicht? Und, oder so. Das ist schön, auch diese Schwingung, die da entsteht, ist so dreidimensional. Ja, und das sind meine berühmten Kreisel und Kreisbewegungen, nicht? Die kleinen Kräfte, zu den kleinen Kräften kann man auch noch was erzählen. Als ich für das Planetarium in Berlin gearbeitet habe, diese Performance, dann ging das ja also doch ziemlich hoch in die Astrophysik und Vakuumtheorie, also Kram. Und dann war das irgendwann so massiv und so drängend und so schwer, dann war irgendwie immer verkrampft da. Und das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Und irgendwann ging es nicht mehr. Habe gedacht, scheiße, ich lasse das. Und dann sah ich, dass ich auf den, damals schrieb ich noch alles handschriftlich, da war es mit Computer noch nicht so weit. Und dann hatte ich aber in diese Konzeptpapiere, hatte ich dann immer in die Gedankenpausen so kleine Ovale reingezeichnet. Ne? Ich kann ja mal gucken, ob ich die finde. Nee, müsste ich noch eins tun. Kleine Kräfte, genau. Hier sieht man welche. Also die sind jetzt alle ausgeschnitten, ne? Und hier, man kann hier an diesem, kann man zum Beispiel sehen, dass das, also ich habe das reinmontiert in so kleine A6 Kartons. Kannst du das Und vergrößern? kann man Kannst du das das irgendwo irgendwie sehen? vergrößern? Steuerung unten am Rad drehen irgendwie. Im Browser. Dann haben wir es so ein bisschen besser. Und hier diese, ne? So oder so. Oder irgendwie, das war dann eben, aber nicht so, dass ich da das Gefühl hatte, ich bezeichne da was, sondern das war einfach beim Nachdenken, hatte Hand und Auge noch was zu tun. Und hier nebenher entstand dann also hier mein Konzept. Und dann habe ich das Kannst du das bemerkt noch und ein bisschen gedacht, größer machen? Ich sehe echt, das ist so. ist noch größer, da müsste man es hier oben machen. Na hier. So, jetzt, wie kriege ich Du es denn jetzt kommst hoch? im Scrollrad, glaube ich. Nee, nee, nee.
Was da ist, ja. Naja, ja, so schon besser. Ja. So, da hat man das. Bin wieder da. Okay. Da habe ich mir gedacht, also es müsste so diese Leichtigkeit haben, was ich mache. Und dann hat das diesen Block beseitigt, ne? Dann habe ich erstmal so, habe ich mir geguckt, wie oft ich das gemacht habe. Und dann so nach und nach habe ich dann den Stoff anders in den Griff gekriegt und dann sind die zwar nicht prominent, aber doch gelaufen. Dann habe ich also 2 Abende im Zeiss Planetarium in Berlin mit einer quasi etwa 1,5-stündigen Performance nutzen dürfen. Nicht, dass sie davon begeistert gewesen wären, aber ich war es. Ja, das kenne ich auch von der Musik. Ja, hier, ein Kumpel von mir auch, hat im Planetarium auch Auftritte gehabt mit EM-Musik und so. Das sind einfach, ja, es findet statt und das ist kein Woodstock, ne? Ja, aber Wolf Kahlen war da, war auch begeistert. Und so, also gar ist schon nicht schlecht gewesen. Und also das Bild, aber das ist ein eigenes Thema, weil das ist so ein komplexes Ding geworden. Da müsste man extra. So, ich nehme das jetzt mal wieder weg und gehe wohin? Zu meinen Kräften. Wo sind sie denn? Hier. So, und dann wohl hatte ich sie ja schon hier. Genau, so. Und da siehst du, da sind diese Dings, daraus sind dann auch noch andere größere Arbeiten entstanden. Ah, dieses Drehen von Ja. Ovalen, das war da drin, ist hier drin, ne? Hier aber nicht. Ja, das ist ein Fisch, Obwohl der hier unten, ne? irgendwie, was weiß ich, ein Pilz von unten beißt Ja, oder so Eisern, die wie. Flamme Jetzt als habe ich eisern Stiel meinst die du, ne? Form voll verpeilt irgendwie, ne? Jetzt machst du, wenn ich es drehen würde, dann könnte man hier noch ein Auge reinsetzen. Dann würde man sich fragen, welcher Wurm wächst dem Fisch ins Maul, ne? Ja, So, aber wenn die man Flamme weiß, dann dass es um eben, Flammen geht, dann sieht man es. aber die Flamme so zu Ne? sehen, die Ja. Flamme so zu sehen, ist natürlich auch schön, ne? Das ist also im Grunde so. Ja, da ist Ja. wieder diese ganze Dynamik, die da entsteht. Ne? Ja. Also die Vorgestellte, sie entsteht. Ich habe mir das natürlich dann auch angeguckt, welche Dynamik entfaltet eine Flamme im Auge von Wissenschaftlern, nicht? Oder wenn die das untersuchen, was für eine Turbulenz ist da tatsächlich? Schon auch spannend, nicht? Aber hier gilt ja sozusagen, der Kritzel macht die Flamme, ne? So. Und was ich aber nach und nach immer schöner fand, war hier diesen Rand der Kerze, diesen Wachsrand, ne? Und dann ist hier ja so ein See aus flüssigem, verdampfenden Ja. Stearin oder was, wie heißt das? Wachs. Da ist ja kein Wachs, aber irgendwann ist egal, ob es Wachs oder Stearin oder eben jenes dritte ist. Okay. So, da kann man mal so durchblättern. Da wird dann noch die Das sehe ich Umgebung erstmal mit gar nichts. einbezogen. Da sehe ich erstmal, ja, was sehe ich da? So, sind die Striche so dünn, Nee, ich dass sehe man schon das was. Ich meine nur mit Mustererkennung ist bei mir jetzt ein bisschen, macht so ein bisschen Error irgendwie so. ja, Was soll das sein? Ne? genau, das ist eben Mein von Kopf oder? vorgestellten Umgebungsturbulenzen her gedacht Mhm. wahrscheinlich, ne? So. Hier Ja. gibt es sogar ein kleines Vögelchen drin, habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist ja So. Wahnsinn, was vorher Ausprägungen haben kann, ne? In der Form, in der Ja, und Darstellung, visuell. Wahnsinn. der Witz ist, wenn während also der Wache da natürlich also in all diese verschiedenen Metaphernspiele reingeht und die Allegorese da drin entdeckt und wie eben aus so einer Flamme dann immer neue Bedeutungen und Beziehungssymbole und was nicht alles Ja. entstehen, Ja. ist bei mir eben der Weg eigentlich umgekehrt. Also während ich zeichne, denke ich eher nicht drüber nach, ne? Ja. So, natürlich kommt einem das eine oder andere in den Kopf, ne? Aber so letztendlich wird es so nicht so vor, weil man ist ja damit beschäftigt, mit diesem Kritzel in so eine für beide Seiten stimmige
Kommunikation zu kommen, nicht? Also der Pützel will was und ich will was und so, ich denke, ey, verdammt, und ach, guck mal, da macht der Kritzer einen Vorschlag, den folge ich mal und Man so. könnte es aber auch als meditativen Moment irgendwie bezeichnen, wobei jetzt die Frage wieder ist, was man unter Meditation dann verstehen kann, alles. Ja, auf jeden Fall nicht das, was also Ja, kann dann völlig wieder leer. Also das, medial also da es ist so dieses europäische verbreitet Denken, das ist wird. auch völliger Blödsinn. Das Ein sagen auch die Schneidersitz, Indischen. wo einem die Knochen wehtun Die und indischen Gurus, die lachen über die Europäer, wenn die meinen, so Meditation wäre an nichts denken, ne? So zum ja. Beispiel. Ja, also ich weiß auch nicht, also es gibt natürlich, wie heißt dieser Mann mit dem ganz langen Namen, der diesen Flow entdeckt hat. Auch der Flow, finde ich, ist schon eine Rationalisierungsform Ja, von ist das dem. nicht jede Erklärung? Ist das nicht jede Erklärung? Und jetzt Ja, eine so Rationalisierungsform. nach dem Motto Erklärung, also Erklärung macht unsichtbar, also Erklärung macht transparent. Was transparent ist, ist unsichtbar und kann eigentlich nur noch an so Leuchtspuren dann, weil eigentlich dieses Gas ist ja auch, außer dass es leuchtet und gibt es ja auch viele, Matze das ist auch da. sehen. Jetzt müssen wir erst mal fragen, warum der hier so spät zum Dienst erscheint. Weil er es noch Ich glaube, gehört hat. der Matze sagt bestimmt, ihm hat mal wieder einer die Aktentasche geklaut. Ja. Das Und ist Dienst nach Vorschrift. Na, Tag. heißt das nicht umgekehrt, Vorschrift nach Dienst? Guten Hallo Abend, der Herr. Matze. Ich freue mich, dich zu sehen. No. No. Ja, ich war jetzt gar nicht so sicher, ob das heute ist oder nicht, aber du hattest gestern Special, ne? Das ist hier Ja. Ja, ich Special. nenne das Special und die Birgit reiht es dann doch wieder in die Serie ein. Das ist ja hier ein anarchisches Programm, von daher. Ja, wir haben schon überlegt, ob wir nicht ein administratives Treffen machen, wo einfach mal so ein paar Recht und Sachen, Ordnung. wie man zählt und wie dann die Ach, das ist alles Kommentare zu den korrekt. Zahlen sein müssen. Ist So das jetzt korrekt. mit? Ist das jetzt mit oder ohne Aufzeichnung? Das ist Mit. live. Ja. Okay. Also. Das ist schon live, also das ist schon alles aufgezeichnet. Ist schon. Dein Erscheinen ist auch ein Ereignis jetzt. Ja. Okay. Ich quassel gerade so über meine Flammenzeichnung und etwas ausführlicher und zeige die auch gleichzeitig. So, das ist vielleicht zu sehen und so. Hast du Und vorher was gehört, Matze? nein. Ah, Nein. müssen Nochmal ku wir kurz gucken. Ich habe es gar Erklärung. nicht gefunden. Also ich hatte Ach gesucht bei so, Kunsttalk ich und habe es auch da ist auf getwittert gehabt. dem Quartal ist es aber, auf dem Quartal, auf dem Kanal ist es aber gar nicht. Also Ja, auf ich hatte auch noch Kunst. jemand eingeladen, wo ich nicht weiß, von welcher Seite und auf welche Weise er dieses jetzt mitkriegt, ob er Nee, auftauchen möchte oder. deswegen, weil ja gesagt, als einerseits gesagt wurde, es ist live jetzt hier aufgezeichnet und ich den Stream aber gar nicht Ja, gesehen. weil der bei mir auf dem Kanal läuft. Ich habe Also, den, okay. ich tue den nicht beim Kunsttalk streamen, sondern bei mir, weil ich den Ja, erst klar. da mal organisatorisch, du kennst das ja, man will eigentlich so wenig wie möglich Verknüpfungen haben und da sind wir noch dran am Arbeiten, dass das irgendwie organisatorisch vielleicht noch eine andere Form findet, aber ohne Organisationszwang. Ich kann noch mal eine Klammer aufmachen. Also ich habe dein blitzeblankes Werkstück, habe ich jetzt auch auf die kommende, immer noch nicht da seiende Webseite also einmontiert. Also ist jetzt unten auf der entsprechenden Nutzung. ich hab das so mit M2K. War das in deinem Sinne oder war Ja, MM2 dein ist M2K? okay. Das ist genau. Also muss auch gar nicht, aber ist okay. Ja, nee, gar nichts. Was? Also das fände ich für mich beschämend. Also Ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen ist es schon. Also. Was ist denn mit deinem Matze-Arti Twitter-Account als Adresse dafür? Zu lang. Ich habe hier so dutzendweise Screenshots von der Twitter-Linie da. Nein, nein, okay. Ich Okay, setze mal ich würde jetzt sagen, ich sehe hier jetzt eine Haushaltskerze brennend. ja, so ungefähr, genau.
Und ich versuche das mal hier. Gaston Bacalar, die Flamme einer Kerze, ist sozusagen so, die hat die Patenschaft zu dem. Und es geht sozusagen so der vom Grundansatz, der einsame Zeichner oder der vor allem der einsame Denker vor der Kerze, so gedacht, so romantisch, nicht? Das ist ein kleiner Tisch, das Fenster ist dunkel, weil nächtlich. Der träumt so, war Träumer vor der Kerze, ist, glaube ich, so das Eigentliche, was er sagt. Also er träumt, also hat er, guckt diese Kerze an, die so ganz leicht sich bewegt und ab und zu mal knistert und seine Gedanken werden sofort symbolisch und er verbindet die Kerze mit allen möglichen Situationen. Bei mir ist das so ein bisschen umgekehrt, dass also diese ganzen sprachlichen Gehalte eher verschwinden, aber dann ist sozusagen der Bildschirm wäre sozusagen diese Feuerstelle, die Kerze, das Fenster, alles gleichzeitig. Und ich habe so entdeckt, dass wenn ich kritzel und dann weiß auf schwarz, dass es total toll aussieht, dass es viel besser geht als auf praktisch jedem analogen Medium, nicht? Also mit Öl auf schwarzer Farbe und so. Das ist alles sehr aufwendig, damit es, und hier im Computer geht es super. Und dann habe ich so beim Kritzeln so gemerkt, oh, das sieht aber wie eine Flamme aus. Und dann habe ich dann daraus diese Serie entwickelt oder sich entwickeln lassen. Immer schön eher, wenn ich eher müde war, eher nicht so ganz kontrolliert und mehr immer auch tatsächlich eher abends und nächtens als mittags oder so, ne? Wo ich noch sehr unglücklich bin hier bei dem Streaming, wir haben jetzt die ganze Zeit Bildschirmteilen, ne, und man sieht immer nur von dem Sprecher das kleine Bild dann beim Streaming. Das ist irgendwie doof. Ne? Also wir müssten tatsächlich das... Ich sage es einfach nur nochmal. Warum Zoom nicht das liefern kann, dass YouTube direkt auch die kleinen Bildchen da sieht, ne? Wie bei StreamYard zum Beispiel. Das, keine Ahnung, warum das da... Ja, also OBS wäre doch dann mal... Wie wäre es denn jetzt, wenn du die alle bei dir in den Hintergrund setzen würdest? Das wäre auch zu aufwendig dann, weil der jeweils... Ja, das sind 110 und die haben alle noch ziemlich große Zahlen, also Megabytes sozusagen. Ja. Und aber ich kann das jetzt auch gleich mal... hier muss ja nicht alles zeigen... So, nur mal so einen kleinen Überblick. Immer so auch so der Versuch, jedes Mal eine andere Zeichnung mit einem anderen Impetus so zu schaffen. Und so. Die sind aber, die hast du nicht bei Flickr. Was hast du denn bei Flickr? Bei Flickr habe ich, ja genau, das kann ich eben auch noch ganz gut machen. Dann nehme ich diese jetzt mal runter. Die hast ja nur bei dir auf dem Rechner da, ne? Genau, und dann gehe ich hier mal. Genau, so. Diese hier, das sind, im Grunde sind das einfach Farbnegative, nee, Farb, nicht Farb, Schwarz-Weiß-Negative von Flammen, die ich dann als Dias entwickelt habe. Fotos. Also. So, dass also die als Negativ, also Negativflammen sind das. Mhm. Negativ. Fotos, genau. Die du von einer. Das sind Fotos, ja, Film. Ja. Fotofilm. Ja, genau. Steuerung I. Steuerung I in Photoshop. Ja, ungefähr, genau. Genau. Achso, invertieren, ja. Wenn man es jetzt wieder invertieren würde, hätte man die Flamme genau wieder weiß auf schwarz. Und das wäre nochmal ein anderes Thema in dem Konzept, was ich also Mittelmeer-Konzept fürs Floor 4C in Minden, da habe ich im Keller gearbeitet, nicht? Und der war so feucht und da sollen ja Soldaten drin gewesen sein, wo ich nachher aber gehört habe, dass dort nie Soldaten drin waren, weil die haben das gebaut, als sie Eisenbahn gebaut haben, haben sie gedacht, wir müssen die Bahnhöfe schützen, bis sie dann gemerkt haben, also sie können die Bahnhöfe schützen, was sie wollen. Auf freier Strecke ist jeder Zug abschießbar sozusagen. Nicht? Sind diese Forst vor C, vor B gibt es auch noch. Und also es gibt eigentlich drei Forst in dieser Regimentsstadt Minden. Und da brauchte ich also etwas, um diese Miasmen, dieses Miasmische, dieses
Ausdünstungen unterschiedlicher Art. Also in der Etage drüber gab es ja ein riesiges Hakenkreuz, was in den Boden eingelassen war. Und so, das war für mich dann. Und dann habe ich da diese Flammen gehabt, ne? Und die habe ich dann aber inzwischen auch öfter verwandelt. Also je lebhafter die flackerten, desto besser wurden die natürlich auch. So, aber da ich noch viel mehr als. Du hast aber nicht gepustet. Nee. Ja. Ich hab tatsächlich so ein Käfig aus mit Samt aus, schwarzem Samt ausgeschlagener Pappe da drumherum gestellt, damit es auch wirklich schwarz ist. Ne? Aha. Und so also die wird die Zirkulation. Ja. Ganz wenig. Man sagt ja auch, die Kerze, also im Spirituellen, man zündet eine Kerze an, dann wenn die sich bewegt, dann ist irgendwie ein Geister im Raum. Und so. Genau. Ich sag so diese Geschichte. Genau, oder gegen Gewitter, nicht? Das ist ja auch so sozusagen, dass die Flamme sozusagen so eine Art mentaler Blitzableiter ist. Und wenn sie flackert, dann fängt sie gerade und leitet ihn, schützt die Menschen. So. Aus nur einer schwarzen Katze, dann weiß er mal alles Bescheid. Die wird dann da gebraten, oder was? Nee, die deutet dir immer das Weltgeschehen, kosmische. Die schwarze Katze. Ja. Aber die sieht man doch dann im Dunkeln. Im samt ausgeschlagenen Dunkel. Da leuchten die Augen. Katze. Da leuchten die Augen. Ja, gut, das stimmt schon. Dieses Foto mag ich hier auch ganz, also ist bald mein Lieblings, weil das eben nicht diese spitze Flammenform hat und weil das hier diesen wunderschönen Übergang hat. Nicht? Also wie so eine tatsächlich eine leckende Zunge, nicht? Die also so. Und auch so eine seltsame Räumlichkeit erzeugt. Also ich mag das sehr gerne. Ist auch, glaube ich, das Letzte. Ja, die sollen dann auf Rückseiten kommen, wo die Quetzel auf der Vorderseite sind. Und dann habe ich hier auch noch ein weiteres. Und zwar ist das also Sabine Dulat, die hat zu meinen Mittelmeerzeichnungen hat die einen längeren Text geschrieben und ist dann veröffentlicht worden unter Grenzgänger der Zeichnung. Das hat mir beim Nürnberger Institut für moderne Kunst, oder Nürnberger so und so für moderne Kunst, ist veröffentlicht worden. Mhm. Und die hat dann angefangen, als er es mit Spitz kriegte, dann auch immer Kerzen zu fotografieren. Aber so richtig jetzt nicht, also das Deko. Starfoto, ne? Sondern so ja Deko oder wie das so vorkommt. Ne? Ja. Sozusagen, und die werden auch mitverwendet, nicht? Und dann hoffe ich, dass Sabine vielleicht auch nochmal einen Text schreibt oder so. Ist mit der noch in Kontakt, also? Ja, befreundet, ah ja, natürlich. Ja. Obwohl, ja gut, also, und das, gut, also jetzt bin ich mit der Webseite, ich darf nicht zu viel versprechen, weil die Webseite, die usurpiert mich doch ziemlich. Bin froh, wenn die dann irgendwann mal da ist und ich dann nicht alles hintereinander machen muss. So bis. Aber wenn die dann da ist, dann kann ich mal geruhsam sagen, jetzt mache ich wieder ein Stück und jetzt mache ich zwischendurch mal was anderes. Genau. Also ganz hübsch finde ich den Hasen hier auch. Der. Das ist ja in diesen urigen Kneipen, wo sie dann diese Flaschen stehen haben, die was weiß ich, wie viel 30 Jahre immer so die Kerzen drauf gewachsen sind. Ne? Ja. Ah. Natürlich, also gut, dass du mich daran erinnerst. Also ich habe eine Ausstellung im hiesigen Mondmann, das ist also ein Kulturcafé. Gewesen, habe ich also das ganze Café im Grunde umgeklappt. Und dann habe ich aber nicht alleine, sondern habe also andere Künstler eingeladen, unter anderem Thomas Storde. Und der hatte mit diesen italienischen Tropfkerzen gearbeitet. Und den hatte ich gebeten, damit zu kommen. Und dann hat er auf so einer Vitrine, also so 1,20 Meter mal vielleicht also 50, 60, so 50 vielleicht, hat er dann eine Landschaft aus Ton geschnitten und also könnte ich auch noch zeigen. Aber und da hat er dann Tropfenkerzen reingesetzt. Ne? Mhm. Das war unglaubliche Zusatz, also in Installation in der Installation. Nicht? Also, das heißt, du sagst toll. Tropfenkerzen, das sind spezielle Art von Wachs oder was? Ja, das ist eine spezielle. Extra so gefertigt, dass die so.
Schweinereien machen. Ne? Dass sie dauernd überlaufen, ja. Dass da eben ganz viele verschiedene Wachsfarben drin sind. Mhm. Und wenn man dann eben immer wieder auf dieselbe Flasche, das ist ja meistens auf eine Flasche gestellt, dann tropft das so runter. Mhm. Und am Anfang ist das ja wenig. Aber es wird immer, immer mehr. Nachher hast du so richtige dicke Berge, nicht? Also wo dann immer wieder oben drauf die neue Tropfkerze kommt. Ne? Genau. Na, muss man nachher aufpassen, dass die Kerze nicht die Gäste verdrängt. Genau. Also das ist dann... ja, und ich finde die Fotos, so wie sie sind, alle spitzenmäßig. Also ich, irgendwie, wir gehen an so etwas, geht mir jeder High-Level, jedes High-Level-Kriterium geht mir so verloren, weil ich die einfach auch so schätze. Nicht? Das, sogar, also das hier, also ist alles nicht. Hier jetzt mit Engelchen, also ist das dann so ein bisschen die, das, was man als auch authentisch vielleicht bezeichnen könnte? Nee, das weil diese High Level, die sind ja gestellt sozusagen, oder? Diese inszeniert und das ist eher so, oh guck mal, das ist da und das will ich jetzt zeigen. Aber alle Deko, die Deko ist ja Inszenierung. Ja klar. Das und ist der Kitsch ist erst recht Inszenierung. Ja. Und von daher, aber nee, ich mag da also schon auf so einer ganz einfachen ästhetischen Ebene, kann ich mich an denen nicht satt sehen. Nicht? Das ist so wie wenn einer einen Kritzel macht und tatsächlich noch kritzeln kann, weil er eben unbedarfter ist als ich und so. Und dann, aber gleichzeitig sehe ich, dass das also, dass da, wie soll ich sagen? Also zum Beispiel hier gefällt mir, dass dann hier die Flamme ist, die so fast wie eine Glühbirne sozusagen ausbeult, ne? Aber und dann hier ist dieser Schatten, ne? In dem die steht. Und dieser Schatten wirkt für mich wie ein Teil auch eben der Flamme. Mhm. Oder eben das Fleckige dieses Glaskörpers, also das Brüchige, das ist ja also auch so eine Art Krakelé-Glas, das dann sogar nochmal gebrochen, nochmal geflickt worden ist und dann hier diese Flecken, ne? So etwas. Also das, man kann sogar sagen, es gibt eine Art von unbewusstem Sehen, das dann eben so ein Bild macht, ne? Mhm. Obwohl es auf der anderen Ebene vielleicht nur eben so ein Schnappschuss ist. Nicht? Also ja, unten auch die Reflexion in dem, von der Schale, den Schatten vorne praktisch, ne? Am Fuß, ganz unten. Genau. Da hast du ganz unten dann noch die Reflexion. Ja. Hast du hier diese noch, ne? Nee, und da drüber noch, meine ich. Die praktisch die Leuchtstrahlen, die da rauskommen. Ja, da, genau. Da, das hier, genau. Ja, das, aber hier unten sind auch Reflexe. Ne? Mhm. Und die könnte sein, dass die hiervon kommen. Ne? Ja. Keine Ahnung. Ne? So. Also solche Sachen, die sind... Wie ist das denn, Matze, in 3D? Ist das dann die Physik-Engine oder was, die sowas, wenn du sowas animierst, eine Kerze? Oder überhaupt Feuer? Ja, man macht das Partikel. Mit, Partikel. Mhm. Partikelgenerator. Die halt, also mit Partikeln, die lässt man ja von so einer, ja unten so dort ähnlich, eigentlich kann man die so von einer Kugel mehr oder weniger emittieren lassen. Und dann muss man aber mit den Temperaturen halt so spielen. Es ist halt innen, es ist ja innen durchsichtig, ne? Also wenn du jetzt mal eine Flamme hast, und die ist das jetzt ein Hase, aber mach mal die Flamme, die ein zu, ja, oder ich glaube noch ein zurück, quasi nochmal detaillierter. Ah, nee, das ist wieder vorwärts. Ja, nehmen wir mal die. So, also die Flammenform hinzukriegen halt, muss man erstmal gucken. Ja, das ist ganz gerade, aber sobald man da dann ein bisschen, und dann macht man so ein bisschen Turbulenzen drauf. Ja. Also unten ist dann halt so, und dann steigen die Partikel kontinuierlich nach oben, kriegen dann so Gasseigenschaften. So also, dass sie auf Luft, dann auch, dass die auf so eine gewisse Art und Weise in Verbindung stehen und abkühlen nach oben hin. So, und dann kriegt man das gut hin. Wenn man so ein bisschen realistisch haben will, dass es so unregelmäßig flackert, muss man verschiedene Turbulenzebenen machen. Hast du so eine grobe, ne, Geschichte, die so ein ganz bisschen was macht, aber ab und zu hast du ja auch wenn sie nicht draußen oder so steht, aber wenn du irgendwo ein Fenster hast oder irgendwo ein ganz bisschen Bewegung ist, macht sie immer mal so ganz kurze Zucker. Oder auch durch. Oder wenn ein Geist kommt, ja. Ja, das, oder wenn durch den Wachs, der so unregelmäßig unten verbrennt, wenn es dann so, dass es so kleine Zuckungen und so weiter gibt,
Das kann man, also was da aber eher so, das ist der eine Aspekt und dann ist der andere Aspekt der Wachs bei dem Beleuchten, das ist immer so, dass dieses Subsurface Scattering, das heißt, das Licht dringt in den Körper ein. Also wenn ich jetzt hier so einen Hasen habe, so als, sagen wir mal, als Polygonobjekt, ist es ja nur Oberfläche, ne, was man dann hat. Und da muss das Licht eindringen. Hast du auch beim Salz da mitgearbeitet oder nicht? Beim Salz hatte ich das auch, aber Kerze ist auch so eine typische Geschichte, die man immer mal wieder, also muss man, jeder hat wahrscheinlich auch mal eine Kerze gebaut, ne, in 3D, der ein bisschen mehr macht. Ja. Und dann geht es wirklich um dieses, wie tief dringt das Licht ein, welche Farbe kriegt es? Also dieser Hase ist ja jetzt weiß, trotzdem sehen wir, dass er ein ganz bisschen, also es, dieses Licht ist rötlich und dann unten kommt trotzdem da so ein bisschen rot durch. Ne? Genau. So, und das ist dann die Frage, von was zum Beispiel in 3D, glaube ich, das würde man eher faken. Das heißt, dass es so rötlich wird, würde man gar nicht durch das Licht der Flamme so stark machen. Kann man auch machen, aber dass man sagt, das Licht, das eindringt, kriegt Färbung. Und da kann man dann sogar auch so machen, dass es, je tiefer es eindringt, umso unterschiedlicher ist die Färbung halt. Ne? Also das sind so, und das sind die Sachen, die man sich mit, das ist jetzt bei dem Hasen nicht so, aber so eine andere Geschichte, weil der hat jetzt eine sehr kräftige Oberfläche, auch durch das Blitzlicht, mit dem sie hier angefeuert wurde. Und dadurch sieht man das jetzt nicht. Vielleicht haben wir ja noch eine andere Aufnahme, wo man dann nochmal mehr. Wir hatten jetzt die eigene Kerze allein im Dunkeln. Die sind auch alle angeschossen hier. Aber war die, also die davor? Die davor? Noch jetzt. Blaue. Ein zurück. Ja. Ein zurück noch? Ein zurück. Da unten, die vordere Kerze. Die vordere Kerze, ne? Da dringt das Licht so ein und das ist jetzt, da sieht es. Und das. Und ja. Und so eine Kerze oder so mit Wachsverlauf oder mit diesem, ne, wie diese Verformung und so weiter, die legt man sich am besten runter, bevor man die selber baut. Weil das ist aufwendig, ne? Also denn da auch noch die Simulation. Dass du irgendwo einfach einen Parameter, den du einstellst, so. Ja. Ja. Also da muss man, das muss man ja auch noch simulieren. Dann hast du den Festkörper, sag ich mal, also man kann das auch richtig. Und dann muss man sagen, okay, bestimmte Teilchen, ist auch wieder Teilchen, Partikelsimulation, die sind eigentlich steif, ne, also fest, und dann erhitzt man die. Und dann müssen die natürlich so zerfließen. Und bis du das hinkriegst, dass es so zerfließt wie diese Kerze hier, weil es muss ja eine bestimmte Ausbreitung haben, aber nur ein ganz bisschen, also es wird ja an ein paar Stellen, wird es super flüssig, ne, aber die Grenzfläche macht es ja schon wieder total hart. Und bis du das hinkriegst, da simuliert man lieber zwei Sachen. Einen festen Körper und einen Wachs, der grundsätzlich flüssig ist und dann Temperatur verliert. Und die Temperaturverlust führt zu höherer Viskosität. Und dadurch, ne, gibt es dann dieses Ausdingens, aber man kriegt es, das ist schon, da kann man schon mal ein paar Tage mit verbringen, bis man das komplett durchsimuliert hat. Ja. Dann hast du aber fertig, ne? Dann kannst du benutzen, vor allem mit dem Ah, du kannst das auch auf verschiedene Szenen dann die Logik mappen? Ja, also in diesem Houdini ist das schöner gemacht, dass man wieder verwenden kann Sachen. Und Cinema 4D, die arbeiten, tasten sich da auch immer weiter ran, dass die Sachen prozeduraler werden. Ja. Also das ist in Cinema 4D ist ein bisschen mehr wie so, ne? Da hämmerst du die Sachen hin. Und wenn du den falschen Hammerschlag gemacht hast, Steuerung Z, um zurückzumachen und nicht, ich kann den Hammerschlag bearbeiten. Mhm. Nachträglich. Und das ist irgendwie ein bisschen anders. Aber das sind immer für die Leute, kommen auch lang. Aber so ist das da gemacht, ja. Deswegen gucke ich hier schon mal mit Interesse hin, wie sich hier das Licht und so weiter verteilt. Und hier sind ja auch diese kaustischen Lichtbrechungen, ne? Die jetzt zum Beispiel nach links unten am Aquarium, oder ich sag mal Terra, was auch immer, an dem Glasbehälter, da links schießt da ja die hintere Flamme durch das, wieder durch ein Glas nochmal innen drinne, dann das Aquarium und das unten macht unten dann diesen, den Schlaz da links hin, nach links das raus. Das hier? Nee, nach links raus, nach links, ganz nach links neben dem Aquarium, das Ding. Das hier? Das kommt ja jetzt sozusagen, ist ja nicht nur das, ich sage jetzt Aquarium dazu, ne? Oder dieser Glasbehälter. Das Aquarium. Und innen drin scheint ja nochmal dieser Glasbehälter zu sein, der runde.
Der nämlich bündelt das Licht und macht das. Nee, das Licht kommt ja von der anderen. Von der hinteren, genau. Ich glaube, so, das ist ein Terrarium. Terrarium, so. Das Terrarium. Und also das Licht da unten ist ja gebündelt. Das sieht man ja, es geht ja so zusammen. Mhm. Ja? Und das kommt aber durch das Glas, das noch vor der Flamme steht. Die Bündelung. Mhm. Und auch da hätte man so einiges zu tun, um das auch die Rechnerei, die dann hinterher nötig ist, um so ein Ding hier hinzukriegen. Ne? Ich habe eine Zeit lang solche Körper gezeichnet, also jetzt nicht naturalistisch, aber auch so mit diesen Spiegelungen in allen vier Wänden und oben und unten und so Brechung, ohne jetzt also so naturalistisch zu sein, wie das dieses Foto machen würde. Ne? Aber ich bin hellauf begeistert davon, wie sich hier die Flammen vielfältig spiegeln und wie das hier nach vorne dann doch so eine Art Glanzoberfläche gibt, die Transparenz ist, aber und relativ einheitlich, nicht so zerpflückt wie hier hinten. Und also ist alles toll. Und bei diesem Foto ist auch noch dazu, es gibt hier hinten diese blaue Zone, fängt mit diesem Muster an hier, ne? So italienische was auch immer das ist. Und da ist ja dieses Rot hier. Das Rot. Das ist der Italiener. Das ist der Italiener, genau. Es sieht aus wie eine Dachterrasse oder so, wo man auch hier, ich weiß, wo das ist. Das ist kein Italiener, das ist eine nur italienisch aussehende Autowerkstatt. Autowerkstatt, das ist ein Hinterhof. Ferrari, ne? Und hier, und genau. Und links außerhalb vom Bild die Blondinen. Ja, Ferrari, die haben da so in dem ist zwar nur ein Dorf, aber da haben 8 Ferraris, weißt du, wer heißt da. Und das ist, glaube ich, also das ist so ein Riesenbalkon. Und ja, was mir auch noch auffällt, ich hatte ja in diesem komischen Museum, was ich da, oder Pseudomuseum, was ich da gebaut hatte, mit diesen Verschwörungstheorien-Krams. Was? Ich hatte doch dieses Museumsbild, wo die Münchhausen auf der Kugel und alles mit der Ausstellung. Und so. Meinst du die Ausstellung mit den ich erinnere mich. Da habe ich ja auch also Terrarium gebaut. Mhm. Und da ist halt, wie macht man das Polygon des Terrariums? Man kann das so ganz einfach machen. Ich habe es aber dann quasi wie geklebt gemacht, ne? Als wenn es fünf Flächen sind. Oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Mhm. Hier sieht man aber, dass dieses Glas hier ist am Stück gegossen, würde ich sagen. Ne? Ja. So, dass es halt auch gar nicht so gleichmäßig ist. Das ist aber klar, ich mag. Nicht so gleichmäßig ist. Und das muss ich mir mal quasi im Kopf wegmerken, weil vom Bauen her ist das sogar einfacher. Und vielleicht ich vermute, dadurch ergeben sich, weil ich habe das Problem in 3D, die Lichtbrechung, also wenn ich das am Stück gemacht habe und nicht diese Einzelflächen, dann waren die Lichtbrechungen nicht so gut. Weil an den Kanten, wie man hier so sieht, arbeitet das ja alles so ein bisschen klar durch die Lichter innen drin. Andreas, kannst du das mal ein bisschen größer machen nochmal, bitte? Mit dem Mausrad, nur einfach drehst, hast du eins? Nee, leider nicht. Naja. Ich muss mal einfach mal... Steuerung. Ja, wunderbar. Noch größer. Ja, jetzt wird das Foto nicht größer. Jetzt wird die Seite größer. Das ist ziemlich doof. Ja. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. 500 wollte es nicht. Und außerdem bin ich jetzt vergrößert sieht das ganz schön anders aus, ne? Ja, echt krass. Also, jetzt auch auf. Mensch, hast du mal dolle Hand. Das ist ja echt Hammer. Da! Ja, guck mal, ich ruhe super ran und dann macht man Zoom. Aber jetzt ist schon ein anderes Bild. Jetzt ist ganz richtig doll rangezoomt. Seht ihr? Das sind Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Also größer geht das Foto selber nicht zu machen, offenbar, weil jetzt wird nur die Seite hier. Ja, was ist rechte Maustaste auf das Bild? Dann kannst du die Option in einen neuen Tab öffnen. Auf das Bild. Nicht neben das Bild. Auf das Bild? Ja. Ist da irgendwo einen neuen Tab öffnen? Das verhindern die manchmal, das sind so Arschlöcher. Ja. Also weißt du, das Bild ist in CSS eher eingebunden als Graph. Und das ist, ich finde es eine Sauerei, dass sie das überhaupt machen. Das bescheuert. Ich habe die natürlich irgendwo abgespeichert, damit das müsste ich jetzt richtig suchen. Ja. Ja, hier also kannst du das Bild auch nicht ausspeichern, ne? Ja. Ja. Ja, aber das kann ich, dann kannst du downloaden natürlich. Ach so, ja, also, ja.
Ja, mach das noch. Jetzt mache ich hier wieder zurück, 100. Dann muss ich mal das hier wegtun und dann muss ich hier. So, und jetzt Download. Das falsche Bild jetzt aber, ne? Schon wieder. Andreas, was passiert denn da? Was passiert denn da? Hast du vielleicht einen Mausrad und weißt gar nicht, dass es eins ist? Genau. Das ist so du witzig, guckst immer, so. Die sagen immer alle Mausrad, das ist ja aber hier, guck nur so ein Ding halt raus, ja, das lässt sich verdrehen, aber hier, oh. Hat nichts zu tun. Ja, was ich, wie es da unten weitergeht? Sieben Tasten. In der Maus. Kann ja auch dreieckig sieben sein. Sieben Tasten Maus. So, fertig, Datei öffnen. Warte. Hat er direkt eine Flicke aufgemacht, er hat eine Flicke verbunden. Oh. Oh, das war nur eine ganz andere Kerze. Das war Frau mit Kerze. Frau mit Kerze, genau. So, jedenfalls habt ihr jetzt euren Pastern. Ja, jetzt sieht man mal was. Oh. Ah ja, jetzt kommt jetzt sicher auch das, also die, das hintere Licht, das irgendwie, das ist, aber, also diese hintere Kerze, die ist sehr überhellt, ne? Die ganz hinten steht. So, und also dann aber, Aufnahme, ja, jetzt mache also, ich mal. Jetzt gucke ich noch mal genauer auf das Licht, das neben dem Terrarium links rauskommt. Ne? Wo das wohl her? Und das ist, glaube ich, das von dem Glas vor allen Dingen. Ist die Reflexion da irgendwie von der Wand. Ne? Ja, was auch immer, was man. Was, der Spalt, der da entsteht. Ja, was so eine Sache auch immer in 3D auch natürlich. Also das fühlt sich hier drin weiter. Das ist ja so. Ja. Genau. Und ja, in der nächsten von diesem Renderprogramm, was ich hier benutze, Octane, die Version, da haben sie auch jetzt diese kaustischen Lichtbrechungen, bla bla bla, haben sie. Das sind diese Strahlen, die man auch bei so einem Himmel sieht, wenn so ganz viele Strahlen von der Sonne dann so. Na, das sind die, das sind God Rays, werden die in der 30-Welt genannt. Das sind, ja, die sind ein bisschen anders, das ist ja sozusagen Licht im Nebel. Kaustiken sind so, was du im Hallenbad sozusagen auf dem Boden siehst. Ja. Diese Netze von, diese beweglichen Netze, die von den Wellen kommen. Da ist das wirklich am, also das waren dann so Leute, die hatten das veröffentlicht und dann hat irgendjemand unten ein Video drunter gepostet, wie er an einem Fluss war, also irgendein User, und sagte, so, jetzt zeige ich euch mal, was Kaustik eigentlich macht alles. Ne? Und Fluss, Sonne schien drauf und dann hielt er seine Kamera aber in die Bäume ringsrum und da flimmerte das wie wild in den Blättern und so weiter und alles von dem Fluss, das Licht, und das simuliert ja halt so heutzutage keiner durch. Das ist, man kriegt halt so einen Glaskörper oder auch unregelmäßig, wo Licht durchfällt und dann da hinten die Photonen sich so auch spektraltechnisch zerfällt, ne? Das ist dann auch, kann man so einen Knopf drücken. Da heißt dann, dass es so ein bisschen auch in diese Spektralfarben zerfällt, das Licht hinterher. Genau. Aber genau hier solche Sachen, genau. Ich habe da dran gearbeitet. Da ich habe ein kleines Fotobuch gemacht, habe ich im Wohlsee gestanden, habe dann da die Wellen fotografiert und den Boden. Und dann habe ich mich da näher mit beschäftigt. Diese, mathematisch kriegt man die nur über so einen katastrophentheoretischen Ansatz hin, nicht? Also, weil da gibt es also unglaublich komplexe räumliche Formen, die also durch diese, wie soll man sagen, ja, Katastrophen. Also Katastrophe ist jetzt nicht sozusagen wie beim Erdbeben, alle Häuser fallen zusammen, sondern Katastrophe ist in der Optik eben so, dass da, wie kriege ich das jetzt erklärt aus dem Ärmel? Gibt es ein Stichwort? Also irgendwo, obwohl diese Fläche von der Welle rund ist, ne, hat ja nirgends so eine Treppe drin oder so weiter, gibt es also eben einen Punkt, wo dann alles umschlägt. So. Und dann damit jetzt fällt mir das alles nicht ein.
Ja gut, das müsste man dann vielleicht noch extra machen. Ich bin da nicht drauf vorbereitet. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr komplex. Da finde ich Schwalbenschwanz, Katastrophen. Warte mal, genau, das Thema wäre dann zum Beispiel. Semantisch Spannzirkeln, Andreas. Ja, ja. Ich versuche mal hier. Schwalbenschwanz. Ah, schade, na gut. Schwalbenschwanz. Also bei Katastrophe und Optik kriege ich nur wirklich Katastrophen angezeigt. Ja, ist leider. Ich hätte ja gerne immer alles super sofort parat, aber leider bin ich da nicht. Das ist doch kein Vortrag hier, wir sind im Kunsttalk. Nee, ich sprach nur gerade mal den letzten Rest von Professionalitätsmagie. Anderthalb Stunden Vortrag mit anschließender Diskussion. Ja, die wird dann genau. Beamt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vorstellung der Teilnehmer. Crazy Leute erstmal. Das werden wir beschließen in unserem Komposium. Ah, hier haben wir mal so eine kleine Schwalbenschwanz-Optik-Katastrophe, die dann eben genau zu bestimmten Kaustiken führt und so. Und untersucht haben die das einfach an Tröpfchen in der Duschkabine. Warte, ich weiß nicht, ob wir das gleiche sehen. Ich sehe nichts, was du siehst, Andreas. Also, oh. Ist wieder. Nee, ihr habt noch nicht. Künstler müssen ja sind ja Zeiger immer, die müssen immer zeigen. Ich muss jetzt mal wieder zeigen. Du musst Bildschirmteilen nochmal. Ja, ich bin kapern. Ja, übernehmen. Ich war so frei in der Bildregie nochmal ein anderes Bild. Ja, das muss man natürlich alles. Das war nicht abgesprochen. Ich finde genau. hier an dieser Das war so nicht abgesprochen. Also hier finde ich eben diese Kluft zwischen den Kaustiken, die wir jetzt gesehen haben, und dem Wasser und der Abstraktionsebene, auf der jetzt also sozusagen die Geometrie solcher Brüche sozusagen gedacht wird oder vorgestellt wird, wenn man als Mathematiker da rangeht. Okay, ich gehe wieder zurück. Wie nennt sich das? Was sind die semantischen Schlüssel? Das hier ist eine Schwalbenschwanzkatastrophe. Eine Schwalbenschwanzkatastrophe. Das setzt der Toni gleich aus. Ich kann ja auch mal, aber warte, soll ich mich mal trauen? Ja, mach mal. Ja, trau mal. Aber es ist jetzt ein bisschen von vorne getraut. Warte mal, ich weiß nicht, wie schnell ich bin. Das ist jetzt auch sein. Screensharing, alle, möchte ich vorfahren? Ja. Jetzt muss ich das Richtige aufmachen, Bildschirm 2 ist, wie immer genau hingucken, dass wir nicht. Nicht die Frau mit den Flammen. Ihr seht was, ne? Ah, das ist ja Houdini oder wo? Nee, das ist jetzt Cinema 4D. Wir nehmen uns mal irgendein Glas, nicht zu klein, gibt ja hier so fertige Sachen, die man sich hier so runterladen kann. Ich gehe mir mal gerade ein Bier holen. Ja, wir nehmen mal das Glas hier. Das ist halt ein bisschen Biegung und so weiter. So, ranzoomen. Das Material schmeißen wir mal im hohen Bogen weg. Ich glaube, wenn man irgendwie sowas wie Glas oder Getränke oder sowas sagt, dann hat das gewisse Einflüsse auf den sofort. Muss er gleich pinkeln. Pinkeln und bringt die Bierflasche gleich mit. Also. 200 auch nicht zu groß. Wie groß ist das Glas jetzt? Weil davon hängen auch ein bisschen, ja, das sieht real groß aus. Ne? Hier unten sehe ich das 8 cm. Weil bei diesen Sachen, die ich jetzt mache oder jetzt hier baue, spielen die Größenordnung eine Rolle. So, das heißt, jetzt machen wir ein Licht, das ist nur 2x2 cm groß. Das kommt jetzt hier hin, von hier wird es strahlen. Ah, ich merke, ich muss dringend ich habe ja 3D-Konstruieren eine Zeit lang gemacht früher für diese Planetäre. Du musst jetzt dich mit WordPress beschäftigen. Ja, endlich alles machen. Installier das mal und alles nur von Konsole. Von Konsole, so. Genau. Ich mache 3D-Design von Konsole. So, jetzt mache ich hier mal ein Glasmaterial hin. In dem Programm hier. So. Das ist eigentlich schade, dass man nicht alle Programme so bedienen kann, ne, Andreas? Ja, Also ich hasse das auch, aber da musst du mit leben, ne?
Das gehört, ist einfach Ja, so. das ist wie früher immer. Ich Muss konnte so ein dich paar, einfach. Sachen auf der Gitarre, ne? Mein Bruder konnte etwas mehr, aber ich war mal total neidisch, ne? Ich habe gesagt, ich kann so scheiße spielen, weil der konnte eben, aber teilweise konnte er eben nur was anderes, ne? So, und dann habe ich das aber So, so als. jetzt müssen wir es außenrum noch dunkel machen. Ich hätte gerne. So, Ja, ne? und da, wow, das wird Also schon. da geht es erstmal los. Jetzt ist das aber noch, das Material ist noch ganz normal. Quasi wie ein Keller Also Lob hier. des Schattens habe ich hier so ein Richtig. japanisches Ja. Buch stehen. Dann mache ich hier bei dem Licht mal, dass es nicht Siehst abhängig du, ist. und der Matze nicht. Das Licht jetzt mal so, dass es Der Matz halt hat einen Glanzpunkt drin, das der so Licht raussticht. nicht abhängig ist von der Größe der Fläche. Dadurch wird es erstmal super hell. Dann wieder runterdimmen. Zack. So, jetzt hier Glas basteln, ne? Also, da muss das Albedo, die Farbgeschichte muss raus. Das ist erstmal schwarz. Jetzt kommt Transmission rein ins Spiel. Und dann machen wir Specula. Und dann natürlich komplett durchsichtig. Jetzt sieht man, jetzt tut das hier schon was. Bisschen, ne? Aber nicht so, ist so ein bisschen so. Und jetzt kommt aber hier ein Zusatzknopf. Der ist hier bei dem Index of Refraction, hier Allow Caustics. Jetzt geht's los. Jetzt berechnet er halt diese Photonen, die hier so durchgehen und kann halt diese Sachen, auch diese Ränder. So, und das kann man jetzt alles noch steuern, wie genau das ist. Und Macht aber zwar, als Animation eigentlich nicht so viel Sinn, oder? nee, es würde schnell rauschen. Also es würde man dann backen müssen. Also es gibt Nee, so ich eine meine. Funktion, die heißt Bake Texture und dann würde man das backen. Also das heißt, man würde ein Bild rausrechnen auf dem, was auf der Fläche war. Und dann würde das wieder gehen. Dann ist es das Ding. So, ich muss mal Fake Shadow machen. Wie ist das denn in der Realität? Diese Caustics, die bewegen sich ja schon auch noch, ne? Aber wovon ist das abhängig? Nee, das Bewegen ist jetzt nur Spaß. Das ist sozusagen der Berechnungsvorgang, dass man ein bisschen Mäusekino hat. Das ist mir schon klar. Ich meine Ja. jetzt im Realen, diese Ja, Kaust, nee, diese dass die sich Effekte. bewegen, hängt nur davon ab, was ringsrum ist, auf was sie treffen, wie Ja, sie um die generiert werden. So, Umgebungsvariablen. und Ja. hier sieht man jetzt aber schon, das ist jetzt so, ne? Das Glas, dadurch, dass hier jetzt ringsrum nichts ist, sieht das hier sehr schwarz aus. Ich mache das mal ein ganz bisschen höher. Das Glas kann nämlich sein, dass es genau auf dem Fußboden steht und das ist immer nicht optimal. Oh, und dann ist es besser, es kommt ein ganz bisschen hoch. So. Zack, Ah das ist ja. jetzt. Also da ist jetzt nicht viel passiert, aber Ne. es Naja, aber hätte sein können, schon. dass es halt so. Aber wenn ich hier jetzt kameratechnisch so rangehe, sieht man hier, und ich hatte jetzt hier gerade die Auflösung verzehnfacht. Also das ist die Photonen, die ausgeschossen werden, wie weit die das Licht streuen, also wie fein die sind. Das kann ich jetzt mal noch ein kleiner machen. Ja, ein Faktor. Dann fängt er aber an, länger zu rechnen. Aber dann wird es immer genauer. Ah, es ist jetzt fast zu viel, um hier irgendwie noch sinnvoll. Ich mach mal. Nee, das 0,5, dann ist es nur halb so groß. Und jetzt kann man noch machen, Count Multiplier. Ich glaube, hier sind so ein paar Dinger, die mache ich mal einfach auf. Jo. Und das ist jetzt halt diese, mal ein bisschen weg. Und das ist jetzt hier so eine Beta-Version irgendwie, die es aber ganz offiziell zum Download gibt. Und wenn ich jetzt hier mal so hoch mache, das Licht, sieht man, wie sich das hier verteilt. Und das auch diese. Ja. Also einfach, dass es in diesen Rundungen hier mitmacht. Ne? Und dann das denn zu wenig, also jetzt hier, wenn es jetzt einfach zu wenig ist und so, kann man ein bisschen tricksen mit dem zweiten Licht und das dann total hochschießen. Dann gibt es ein Licht, das nur die Dinger macht, nur die Caustics und eins, das die restliche Beleuchtung macht. So. Und hier kann man jetzt wieder auf dem Glas. Kann man wieder ein bisschen tricksen und sagen, okay, das ist jetzt ja doch sehr gleichmäßig die Oberfläche. Und dann mache ich mal auf dem Bump-Kanal so einfach so eine Unruhe. Die Unruhe, Octane Noise.
Also beim Zeichnen tust du, Andreas, aber nicht in diesen Kategorien denken, wie der Matze jetzt das da konstruiert, oder? Oder Ich denkst du beim da Zeichnen immer, der ja, das Flammen. ist so, ja, Ja, und man sieht generell halt, da auch. denke ich, natürlich Ja? denke ich, ich denke zum Beispiel, Ja? also verdichten oder dass ich denke, Mhm. also Ja, und jetzt ist, ja. wie verquert sich das und so. Jetzt ist nicht die Geometrie verändert, also die ist ja immer noch glatt, sondern es wird gefaked, dass die Oberfläche so eine Veränderung herstellt. Dadurch sieht das jetzt, ne? Das ist Patina. hier dieses, und jetzt mache ich das aber einfach mal. Das ist jetzt, dadurch wird das hier unten jetzt natürlich ziemlich so ein Glas, findet man nicht so oft, ne? Wenn Wie man. so Glas, so was man so vor Toilettenfenstern Ja. hat, so zum Beispiel. Ja, genau. Also das könnte ich hiermit machen, indem ich einfach den Kontrast hier nach oben schraube. Ne? Ja, wow. Und aber was ich will eigentlich, ich will es jetzt mal größer machen. Muss ich mir hier für so eine Projektion, die kann so bleiben eigentlich. Und mache das mal größer, dass es einfach ein bisschen gröber wird. Was ist jetzt hier was? 5. Und dadurch kriegt es Ungleichmäßigkeiten und wirkt dadurch ein bisschen natürlicher, meines Erachtens. Das ist jetzt schon nicht so viel. Ja. Ja, so läuft das in 3D ab. Und wenn, also man kann jetzt eben sagen, also du willst jetzt das Material Glas durch ein Material Gas sozusagen ersetzen. Dann hättest du sozusagen Gas. Gas, also das also sozusagen heiße Luft zum Beispiel oder eine Ja. Flamme, ne? Eine Flamme wäre ja ein Gas, nicht, was also auch noch aus sich selbst aus leuchten würde, nicht? Aber mal davon abgesehen, könnte man eben sagen, du modellierst erstmal sozusagen so eine Flamme, als wäre sie ein Glaskörper, den du dann aber wie ein Gaskörper behandelst oder so. Gas. Ja, Gas ist also ja jetzt hat jetzt oft die Eigenschaften, jetzt nicht so gut sichtbar zu sein. ja, Turbulenzen zu haben. Ja, eben, aber auch optische Effekte hat, wenn du ja zum Beispiel heiße Luft über der Wüste, das gibt dieses Flimmern. Das ist Dazu anders. haut Das was ist hier, anderes. Das ist was das anderes. ist hier jetzt, also das kann man auch machen, aber meistens wird das gefängt. Also Licht, Licht, Lichtbrechung ist der das hat jetzt dann. keine Dichte, keine Temperatur des Mediums, durch das es fließt. Na, also Die das Bilder, ist. die du jetzt zum Beispiel siehst, da von den, wo das Meer gezeigt wird mit den Nord Stream-Löchern da, ne? Ja. Da Oh, siehst du guck mal, das das Gas ist ja ja auch geil. nicht. Da Guck mal, siehst das ist ja du. lustig. Hier ist sogar eine Funktion drauf gebaut, dass die Flamme sich mitbewegt. Seht ihr das? Das Ja. ist ja süß. Aber was ich mal zeigen will, ist jetzt dieses mit dieser Subsurface-Geschichte, also dieser Oberfläche. Ich mache mal Wachs. Das funktioniert. Packe ich mal hier drauf, auf das Ding. So, Wachs. Was muss ich alles tun? Und Schließwachs brauchst du. ja, also können wir ein bisschen erstmal ein bisschen Gelbton geben. Nicht zu viel. So, und jetzt muss ich, warte mal, was mache ich denn jetzt hier am besten? Aber wahrscheinlich werde ich das ganz runter, fast ganz runter dimmen. Jetzt muss ich erstmal Spekular. Erstmal mache ich sie komplett durchsichtig, das Gerät. So. Und jetzt gibt es hier noch unten einen Knopf, hier unten seht ihr, Medium. Ja, und das ist nochmal, dass man Milchig, sagt, oder was? ich will, dass es wie ein Medium behandelt wird. Und dann Ach nimmt man am so. besten, also die besten Effekte, die anderen sind manchmal ein bisschen schneller, sind ein Random Walk, nennt sich das. Das heißt, das Licht fliegt ein und wird dann diffus unter der Oberfläche gestreut. So, und da muss man, kann man auch wieder hier RGB-Spektrum. Da unten am Fuß ist ja auch der Schatten, geht auch nochmal so ein bisschen So, durch. und jetzt sieht man so langsam, was sich hier so, dass sich das so ein bisschen bildet. Jetzt muss ich mal mit dem Licht gucken, dass das die vernünftige Position hat. Licht, 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 Kerze, Kerze, Kerze. Bisschen hoch vielleicht. So. Weil es wirkt natürlich am besten, wenn man das Licht, was ist jetzt, ja, so ein bisschen von hinten kommt. So. Okay. Weiter geht's. Jetzt ist es so, was kann man einstellen? Hier ist
der Radius spielt jetzt eine Rolle. Wie tief dringt das Licht in die Kerze ein? Hier steht jetzt ein Zentimeter. Das ist relativ viel. Ich mache mal 0,1 draus. Das sieht man. Es ist nur noch da, wo es dünn ist, kommt es durch. An den Rändern. An den Rändern ist es dünn. So, und dann kommen hier RGB-Spektrum. Also ich habe bei den Zeichnungen öfter darauf geachtet, dass also dieser Übergang vom transparenten, also hochflüssigen Wachs zu dem milchigen und dann aber schon weichen oder feucht glänzenden Wachs und so weiter mitgezeichnet wurde. Nicht bei allen, weil es musste ja auch irgendwie ins jeweilige Konzept passen, aber bei einigen habe ich das irgendwie genau auch mit hineingenommen. Hier würde man sagen, hineingerechnet. Tiefenunschärfe. Das ist jetzt ein bisschen doll. Das meinte ich ja eben mit, wenn du beim Zeichnen bist, ob du da auch dieses konzeptionelle, strategisch sozusagen technische Denken, ne? Währenddessen du aber trotzdem in einem Flow bist oder in einem Art Meditation oder so. Ne? Ja, natürlich. Also strategisch denkt man, also ist jetzt nicht, dass man wie im Delirium befindliches Medium sozusagen Körperimpulsen folgend irgendwie hin und her zuckt und das Gehirn benebelt, sondern man ist natürlich die ganze Zeit dabei, zu checken und zu sehen. Also es ist eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Hand und Auge. Und dazwischen ist natürlich das Gehirn auch und steuert. Nur dass man eben nicht sagen kann, dass jetzt alle Steuerimpulse sozusagen kybernetisch exakt sind, sondern mal ja, mal ist es aber einfach auch, gewinnt das Unbewusste oder was auch immer die Oberhand. Und also so. Sag einfach am besten nie Kybernetik, sonst streiten wir. Als ob das Kybernetik, das Böse, das ist das Algorithmische. Nee, das ist. Ah, das habe ich ja gar nicht so gesagt, dann Kybernetik. Ja, ist ja, aber so. Ja, das ist jetzt nur deine Projektion. Aber ja, mal, muss hallo? Ich ja. Ist ja mein. Ich weiß, dass es dein Pferd ist. Mein Steckenpferd. Von daher. Muss ich nochmal sagen, bitte das besser gar nicht von Kybernetik reden. Lieber nicht das Wort Kybernetik. Doch, ja, genau. Ich bin echt Steuern. Dabei. Wenn ich Steuern sage, dann sagst du sofort. Redet überhaupt nicht über Kybernetik, echt. Das bringt immer, das ist nur immer ein Desaster. Ich versuche mich da mal so umzusteuern, dass ich dann. Das ist immer falsch. Ja, dann. Ja, aber habt ihr gesehen, schweigen also, wir uns so, an. So, ja, so gut. Funktioniert gut. Das halt, ne? Irgendwie mit den Sachen und dann. Ja, aber ganz dann schön. Dann hast du da schon die Tropfen da. Diese Löcherlichkeit, Löcherlichkeit. Das die Tropfen, wie hast du das jetzt gemacht, dass der Wachs auffließt? Die sind, das ist eine fertige Kerze hier in 3D, die gibt es einfach in so einer Bibliothek. Die war ich geholt, okay. Ja. Also das war hier versteckt, ne, wo die ganzen, da gibt es eine fertige, also das, was dann alle benutzen können. Und der Punkt ist dann halt, dass du dann da mindestens so halt bei manchen Sachen dann ja ewig dran wärst. Ne? Das hat man nämlich heute auch noch, Andreas, kannst du dich noch erinnern, dass man da so viel Zeit manchmal da von dem Rechner sitzt. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei Sketchfab, da gibt es auch ganz viel kostenlos, das ist jetzt die Suchmaske schon so, dass es alles auf kostenlos vorgestellt ist. Und wenn ich hier jetzt Candle mache, dann kommen hier halt jede Menge Kerzen raus, macht man Most Liked und guckt einfach, okay, wenn wir jetzt die hier haben wollen, guckt man, das sind nur 972 Polygone, das kann nicht gut aussehen, das ist nur Spaß, das ist dann für Spiele oder so, aber wenn man hier mal guckt, ob hier auch welche bei sind, 22.600, komm, die holen wir uns mal. Sehen ein bisschen Porzellanen aus. Ne? Aber egal, weil auch der Hase sah Porzellanen aus, also muss man dazu sagen. Also der echt fotografiert, der also. Okay,
genau. Echt fotografierte Haare. Ein bisschen so ein Muster, wie ich die Sachen ablege, damit ich sie später auch mal wiederfinde. So, jetzt sind hier die Kerzen. Kommen sie hier geflogen. Also, und dann kriegt man halt hier eine ZIP-Datei. Da ist Auspacken angesagt. Dann ist da drin meistens nochmal gepackt. Also die Kerze an sich. Ich brauche nur die Kerze, ich brauche auch keine Materialien. Und dann ist das hier die FBX-Datei, 600 Kilobyte, das ist überschaubar. Shift-Taste drücken, dann wird das Modell gleich automatisch in die Szene geladen und schon hat man eine riesige Kerze, die jetzt sehr groß ist, im Gegensatz zu dem Rest. Das heißt, die ist jetzt, die muss ich jetzt kleiner machen. Das passt auf die Bühne nicht. Das ist der T. Na, jetzt kommt sie hier runter. Ja. Oh. Zack. Was ist denn das hier in der Mitte? Was ist denn das? Was ist denn das? Ach, die haben die, das sind die Kerzenlichter, die gefickt haben. Die werden als Texturen gefickt. Also. Ich jetzt also mal weg. Und das heißt, die Flammen sind hier eigentlich diese kreuzförmigen. Genau, du machst einfach ein Kreuz und rechnest darauf Bilder von der Flamme. Und dadurch, das ist so, wenn auch früher wurden, also kannst mit zwei Texturen. Da kannst du einfach so ein bisschen, also auf Entfernung geht das immer. So, und jetzt mache ich aber hier mal kurz aufräumen. Delete unused Materialien. Hier ist Wachs. Sieht hier noch weiß aus. Packe ich mal auf die Dinger ruf. Halt, die haben hier offenbar noch das Material drauf. Das ist alles weg. Und schon haben die jetzt auch das, was ich hier eingegeben hatte. Sind natürlich jetzt ein bisschen doofe Positionen. Müssen wir mal drehen, dass sie sich hier so ein bisschen angliedern. Ja, also und jetzt kann man natürlich anfangen, jetzt hier noch so eine Flamme zu konstruieren. Ne? Hm. Ah, mir fällt ein, ich müsste euch dann auch mal so eine Flamme zeichnen, oder? So eine von meinen, so live. Ja. Müsste auch irgendwie gehen. Das geht. Wenn du hast du beim letzten Mal doch auch live mitgezeichnet, wenn ich mich recht entsinne. Das wäre dann halt, aber würde ich mal auch sagen, von der Bildgestaltung, meine Meinung, ja, aber mit dem, wenn drei Leute jetzt hier so einen Livestream machen, ne, dann wäre das wirklich was die ganze Zeit laufen lassen kannst, wenn OBS bei dir richtig, mit OBS, glaube ich, kannst du das am einfachsten, oder? Dass du diese Medienquelle dann da, oder, nee, es gibt noch eine andere Variante, Andreas. Mit dem mit der Handy, also wenn du mit dem Handy auch noch in das Meeting reingehst. Ja. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich meinte jetzt, ich könnte einen Painter anmachen und dann sozusagen weiß auf schwarz mal zeichnen ein bisschen. Aber andererseits. Was ich meinte, ist, wenn einer so mit dem Bildschirm teilen, dominiert der immer so. Also wenn dann der ganze Kunsttalk nur von einem dominiert wird, ne? Ja. Dann immer so ein bisschen, könnte man das meine Meinung halten. Ich mache mal kurz einmal runter und dann mache ich auch aus. Aber das ist jetzt so, die Flammenform ist ja da. Und jetzt macht man Material, das halt die Flamme, das ist jetzt sehr hell. Das muss man ja so runterdimmen. Und ihm auch noch kräftig Farbe geben und so weiter und so weiter. Und dann so geht man noch ran, um die Kerze zu basteln. Nein. So, aber wenn du siehst, was die Flammen alles für verschiedene Auswirkungen, also wie die aussehen, so unterschiedlich, das Spektrum vom Feuer oder den Flammen, das finde ich schon also ziemlich, das deutet sich auch in den, wo der Andreas halt gezeichnet hat, diese Flammenbilder, dass man dann irgendwann nur noch so Strömungen sieht und gar nicht mehr so diese einfache Flamme so. Weil man kann auch zum Beispiel einmal den Delatur suchen. Such mal. Da bin ich gerade bei. Das sind jetzt Images. Ach, wenn wir Star-Pages, die machen immer so eine, haben eine völlig kaputte Suche, finde ich. So, da haben wir ihn. George de la Tour. Reich. Ich hatte letztens auch wieder mal eine größere Explosion irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, wo das war.
Und wenn man sich, also in echt, eine echte Explosion war irgendwo per Video aufgezeichnet. Eine richtige, also jetzt nicht Ja. diese Filmfake. Genau. Na, ja, und wenn einem im Film jemand so eine Explosion anbieten würde, die würde man als zu billig wegstecken. Ja, Ja, das sieht ja ja, billig aus. Weil die gefakten Dinger mit ihren ganzen Riesen, da gibt es halt ein paar Spezialaufnahmen, die denn damals und das Bild, was man vielleicht von irgendwelchen super oder was damals möglich war, mit Kameras aufzunehmen, Atomexplosionen kennt. Oder wenn jemand zufällig mal ganz große Explosionen. Das sind so die Bilder, die Leute im Kopf haben, wenn sie Hollywood gucken. Aber wenn du eine ganz normale Explosion in Hollywood machen würdest, so wie halt, was ich, was man sie auf der Straße quasi mehr oder weniger beobachten kann, wenn mal was passiert, das hast du halt im Regelfall eher nicht. So, ich mache mal eben teilen. So, hier haben wir jetzt den de la Tour, der berühmt ist für seine Flammen und Feuerbilder. Und ich weiß nicht, ob man die jetzt. Nee. Kann man so ein. Du hast jetzt was Pinterest, okay. Ja. Eigentlich, ach so, man muss es so ein Pinterest. Ja, also da unten ist ja Das noch ein wäre ja Knopf. total scheiße. Warte, da unten war noch ein Knopf zum Vergrößern. Da unten war ja noch ein Knopf zum Vergrößern. Na, das sind mehr, die vergrößern nicht, sondern sie machen Suchrahmen. Ach, Wikipedia-Dings, okay. Ich Ja. muss hier raus, es ist hier Hilfe. So, jetzt bin ich bei hier und jetzt weiß ich nicht, inwieweit ich hier vergrößern kann. Nein, da kommt man dann immer nur in die verschiedenen. Okay, es ist eben nicht wie so eine Bildersuche, aber man sieht schon ein bisschen. Finde ich hier. Sieht man das so am Rande hier? Da ist zum Beispiel die Raffinesse, dass die für den Betrachter wird, also durch die Hand wird abgeschirmt, nicht? Die Flamme und dann leuchtet das Baby da. Kriegt ihr das mit? Ist das zu sehen? Ja. Okay. Und hier dieses Sinnen, Träumen vor der Kerze, das ist das, was der Bachelard meint. Und hier ist natürlich mit dem Vanitas-Symbol die junge Frau, die Jungfrau mit dem Tod. Und hier die Gelehrsamkeit und sowas. Und das ist keine Wachskerze, sondern die hat hier so eine Öllampe. Da Ich gibt es würde eben. heute mal ein bisschen früher raus, also auch schon in den nächsten 5 Minuten, weil ich heute noch eine andere Frage. Okay, hier die Flamme noch als Doppelflamme mit Spiegel, also im Spiegel. Nochmal als Dank, dann gehe ich da auch jetzt hier raus. Beigabe stoppen. So, diese Das Explosion. hier Genau. meinte ich, dass diese Form der Flamme eine ganz andere ist, als wie man sie von der Kerze kennt. Ne? Aber da. Ja, ich würde dir eine Frage stellen, ob das eine echte ist oder eine simulierte. Ja, ich auch. Das ist, glaube ich, eine 3D-Geschichte. Ob das jetzt 3D ist oder nicht, aber es gibt diese Flammen in Ja, verschiedenster Art und nicht nur von ja, Kerze. also es Ja. wäre halt irgendwie ja wahrscheinlich von oben fotografiert, wie sie aufsteigt, ne? Und dann Wie halt gesagt, das wirklich auf interessiert, ob das Ebene. jetzt in 3D gelungen nachgebaut ist oder nicht. Oder es geht dann nur darum für mich, dass das physikalisch halt Erscheinungsformen von Flammen sind. Ja, ja, Dass da ja. unterschiedliche Arten gibt und nicht nur da auf so einer Kerze irgendwie so ein Ding, sondern was da spitz nach oben Allerdings. verläuft, da rumeiert. Ja, ich Also hatte wie? hier letztes Jahr so Gasflammen auch gemacht, ne, wo ich auch die komischen Frosch und Ja. den Käfer da, wo ich diese herzförmigen Gasflammen und so weiter da gemacht habe. Und das ist auch ja auch eine besondere Erscheinungsform nochmal, so mit Druck da rauskommt, so ein bisschen blau, dann stichig ist, ne, durch die, was da verbrannt wird. Weil das Ja. hier entspricht dann eigentlich auch den Bildern, Andreas, die wir am Anfang geguckt hatten, ne? Ja, also kannst das eben nochmal, das war eben war so ein auf so ein schwebendes Feuer noch mal zwei oder so zurück. Warte mal, eigentlich hat er das jetzt nicht, das hier wollte ich hier, ne? Ja, das hier, Das hier. genau. Also das ist ja ornamental und
Man muss sagen, diese Strähnigkeit, das ist wie die Oberfläche einer Seifenblase auch, nicht? Wo man also diese bunten Turbulenzen sieht. Ne? Schlieren dann, das, ja. Dieses Schlierenartige, nicht? Und das ist hier ja genauso. Das ist ja so, als wären es eben nicht wirklich Körper, sondern als wären es sozusagen Häute oder Membranen oder eben dünne einzelne Stränge, nicht? Also das ist schon oder Sphären sogar, ne? Total interessant. Rechts zum Beispiel hat was Sphäriges und so. Wo man eben hier aber auch, das ist höchstwahrscheinlich eben auch konstruiert, ne? Aber das ist ja wunderschön, also schön gemacht. Ja, der Punkt ist dann natürlich auch noch durch die Verläufe, die da entstehen in der Fotografie, ne? Das ist durch die Belichtungszeit dann. Ja, genau. Ich meine, das kann man natürlich immer sagen, ja, das ist ja durch das Foto entstanden. Ne? Wenn man jetzt das Auge, was das Auge sieht als Maßstab, entspricht ja nicht dem, was du auf dem Foto machst. Oben links ist auch die Frage stellt, naja gut. So ein Versuch, die Flamme, eine Flamme zu erklären, die hat ja verschiedene Zonen und so. Und das ist, aber letztendlich habe ich ja eben mir überlegt, oder was heißt überlegt, also bin da rangegangen, dass eben wie dieses chaotische, turbulente Bild, dass ich die Flamme so verstehe und dadurch die Möglichkeit habe, sie immer anders zu verstehen. Gut, ich verabschiede mich schon mal heute ein bisschen früher, ne? Alles klar. Trotzdem schön, dass du da warst. Ja. Viel Spaß, vielen Dank. Mach's gut, genau. Jo, ciao. Ciao. Genau. Auf jeden Fall, das hatte ich dann, sowas hatte ich dann da gesehen bei deinen sogenannten Kritzelbildern, ne? Und die sphärische und so, diese ganze Dynamik, vielleicht sogar in der Zeichnung auch so eine Art Langzeitbelichtung noch. Ne? Ja. Die vielleicht mitgedacht ist, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Also es entsteht im Auge oder im Kopf entstehen natürlich Volumen, nicht? Und dann fängt man an, dass die Negativformen zwischen den Leuchtspuren eben auch anfangen, immer stärker mitzuarbeiten. Nicht? Dann sieht man eben diese Negativformen nochmal mit einer ganz anderen Deutlichkeit und fängt an, die mit denen auch zu spielen, die zu umranden oder zu gucken, wenn ich jetzt Folgendes mache, was entsteht da für eine Negativform? Oder man macht dann einzelne Striche oder mit breitem Stift arbeitet man dann mit Schwarz hinein, so dass es auf einmal etwas Schwarzes im Vordergrund gibt. Und die Frage vom der Docht ist auch immer sehr interessant, weil der ja also teils selber glüht, teils wie so ein Schatten drinsteht, teils aber auch überlagert wird von diesen Gasschleiern und so, nicht? Also das ist dort, spielt dort also dann eben auch eine Rolle. Genau. Burning Man, ne? Also ich habe bei Pixabay, habe ich mir halt auch, da gucke ich mir dann einfach so Bilder an, so ein Thema, ne? Bilderdatenbank. Und da habe ich mir dann irgendwie hier für das Thema da, was weiß ich, 3, 4 Bilder ausgesucht gehabt noch, um irgendwie die Brücke zu schlagen mit den Flammen, Feuer und Flamme. Ist ja eigentlich eine Redewendung, eine deutsche, ne? Wenn man sagt, einer ist Feuer und Flamme. Ja, also Feuer ist im Grunde wäre dann so der psychische Grundzustand, also die das alchemistische Element im Grunde, nicht? Und Feuer und das andere wäre dann die Konkretion, nicht? Wo also dann der wilde Tanz oder das gezielte Brennen und der Beleuchtungszweck und so etwas, nicht? Also da mit dabei sind. Also die also zum Beispiel das in innere die innere Flamme, ne? Die ist ja auch in vielen Erzählungen so irgendwie dann poetisch verarbeitet.
das Licht, was im Menschen leuchtet. Und das ist, finde ich, ja, der Bezug ist dann natürlich da. Da bin ich dann hier, was weiß ich, wenn ich jetzt mir das nächste Bild mache, war ich da, hier, ne? Das ist Sonnenoberfläche, ne? Mhm. Genau. Ja, das ist, hat etwas unglaublich Mächtiges. Also ich überlege, dass diese Flares, diese riesigen Ringe, die dabei entstehen können, nicht, dass die eben ganze, dass da ein Planet durchlaufen könnte, so groß sind die nicht. So was, unglaubliche Mächte. Und dann so das kleine Licht zu Hause, das hat man dann eben, aber ist eben auch Feuer, nicht? Das ist das dann. Irgendwie beinhaltet es das auch. Ja, das ist eigentlich unser Leben. Also Feuer ist, je nachdem, wie man drauf guckt, denkt man erst, oh, Feuerwehr, ne? Bloß löschen, ne? Aber es ist ja unsere Sonne, und das ist sogar wird auch poetisch als unsere Antriebskraft bezeichnet, das Feuer, das jemand in den Knochen hat, ne? Und genauso dann, wie man sagt, dann, was weiß ich, Burnout, ne, ausgebrannt, ne? Man hat gebrannt, aber ist dann ausgebrannt, ne? Asche. Genau. Und das gibt dann wieder so anders über die Kerze, die angezündete Kerze im Fenster nachzudenken, nicht? Also es ist ja das Bild von jemandem, der wartet, nicht? Also die Seemannsfrau, die dann eine Kerze ins Fenster stellt, damit also das Schiff auf jeden Fall zurückfindet oder der Seemann auch heile zurückkommt und so. Das sind ja alles so schwach es auch leuchtet, nicht? Also auch dadurch wird das so ein Zeichen für die Hoffnung und fürs Hoffen. Und wenn dann das Schiff einläuft und so, dann ist das wie so eine Erlösung, nicht? Und dann würde das Ausgehen der Flamme aber nicht Vanitas, sondern eben genau Erfüllung bedeuten, nicht? So, dann gibt das Gott sei Dank dann um und man kann die Kerze ausmachen, man kann Leuchtzeit sparen und hat jetzt die eigentliche Flamme. Vielleicht ist das so, dann meine Flamme ist gerade wieder da, ne? So, die Kerze kann aus sein, der Lover ist präsent, nicht? Und so, also finde ich, oder eben was auch das ewige Licht in der Kirche, nicht? Das hat ja auch solche Vorstellungen, nicht? Also erstmal ist es eine beständige Anwesenheit, aber gleichzeitig auch eine Erwartungshoffnung, nicht? Also eschatologisch, nicht? Dass also das Heil noch kommt und erst recht noch kommt, nicht? Aber schon anwesend ist, nicht? Als diese kleine auch im Ganzen des Kirchenraumes wie verloren glimmende kleine Lampe, nicht? Aber eine echte Flamme, nicht? So, das war so. Wüsste noch nicht eine Kirche, die also dann eine Diode eingebaut hätte. Das wäre natürlich auch noch sehr spannend. Die Elektrifizierung des Heiligen Geistes. So etwas, nicht? Das, Ja, aber ja, also Feuer, wenn man so sieht, Feuer, ne? Auf der Kerze da, so und so, sieht dekorativ, ist alles schön, kann man jetzt auch in der Weihnachtszeit natürlich dann, ne? Kommen ja die ganzen Kerzen wieder zum Einsatz. Aber gleichzeitig, was man damit alles assoziieren kann, finde ich schon interessant, dieses Spannungsfeld, also völlig Gegensätzliches, also Zerstörung und Leben. Und man könnte dann fragen, das Leben, ja gut, jedes Leben endet irgendwann, also ist dann auch zerstört. Also ist das die Einheit der Also, Differenz wieder, ne? meine Eltern haben mir sozusagen bei der Taufe eine Taufkerze mitgegeben. Die gehörte sozusagen mir. Ja. Und die wird bei Geburtstagen wird die angezündet. Inzwischen relativ kurz. Aber es gibt die noch. Es gibt die noch, nicht? Und ist nicht nur so ein Stummel, nicht? Also schon hat gehalten, ne? Und toi, toi, toi. Das ist aber ein ganz eigenartiges Gefühl, weil es irgendwie nicht Aberglaube
ist, sondern es hat so ein Tradition einfach. Tradition ist es, aber ich meine auch die Kerze selber ist jetzt nicht, dass man jetzt glaubt, dass die mit der Lebenslänge zu tun hat, aber es hat eben was mit Wertschätzen, Bewahren, was wird da bewahrt? Und Endlichkeit auch. Du siehst die Endlichkeit, auch wenn du vielleicht nicht alle anzünden kannst, ne, bis sie weg ist. Man kann vor der Kerze sterben. Ja. Höchstwahrscheinlich, wenn du sparsam bist an dem Tag vom Geburtstag, dann kannst du die eigentlich nie abfackeln. Ne? Ja, wenn die so schnell oder wenn ist dein Leben rum, ne? Zu Ende geht, der Docht gebrochen ist oder irgendwie so ist, dann eben kann man, dann ist es irgendwie so wie so ein Absprung ins Leere. Dann kann man sagen, wow, was ist das? Und jetzt ohne Kerze weiter. Ne? Ja. Das ist so, wie wenn du dein Raumschiff verlässt mit so einer kleinen Sonde. Und es bleibt hinter dir, aber die Sonne, die hält noch mal eine längere Zeit, nicht so. Oder rettet dich dann. Also diese Szenen gab es ja in dieser Serie. Wie hieß sie denn jetzt? Bei Raumschiff Orion. Nein, nicht Raumschiff Orion, genau. Nein, hier in Amazon Prime. Dieses Expense, oder? Expense. Das war ja sogar, da war das ja sogar öfter, dass also jemand im Raumanzug davon driftete und dann also wieder alle Wahrscheinlichkeit. Ja. Wir haben das genannt, Fluten. Nee, das war noch was anderes. Da war Sahnwurz, ja. Und da war eben auch, dass eben immer wieder die Rettung in die Raum, in das Begleitschiff oder das Boot, das Beiboot, nicht? Und man das Schiff verlassen hat. Obwohl da, ich fand, er immer noch eine sehr, sehr an der irdischen Schifffahrt orientierte Vorstellung von Raumfahrt da eine Rolle spielt. Aber ich glaube, da kommt man auch nicht von weg. Nö. Genau. Da wären wir dann ja bei Lemmification, ja. Bei dem, dann würde der Insasse, der allein überlebende Insasse, dem Alien entkommene, also dem Alien entkommene Frau zum Beispiel oder so, das wäre dann die Flamme. Und damit hätte man diese Idee des Korbes, in dem also die Glut von Lagerfeuer zu Lagerfeuer transportiert wird. Nicht? Also dieses Mitnehmen von Feuer, nicht? Über von Nomaden, nicht? Also das nomadische. So wie bei Olympischen Spielen da mit der Flamme. Will es nicht jedes Mal neu entzünden. Mit einem Risiko. Ja. So, und ja, das ist natürlich in der Staffellauf, nicht? Das ist dann so. Und was du gerade gesagt hast, dass man sagt, meine Flamme, ne? Wenn die Männer sagen, meine Flamme. Ja, meine Flamme. Ja. Ja, wobei das eben tatsächlich wie eine Projektion ist, nicht? Also man brennt nicht. Selber, ist in Liebe entbrannt und dann steckt man die Flamme an, nicht? Also bringt das Licht weiter, nicht? Also man kann ja Licht weitergeben, Flammen weitergeben. Das ist natürlich in Kirchenfesten, ist das natürlich toll, wenn also ich glaube, ist bei Osterfeiern, ist es so, wenn von Kerze zu Kerze zu Kerze die Kirche immer heller wird, nicht? Weil man dann, weil nachher im Grunde alle Kerzen brennen, nicht? Das ist natürlich eine unheimlich schöne Geste. Die sind ja wirklich ritualschaffende gewesen, diese Kirchen bis heute, nicht? War heute eigentlich vielleicht nicht mehr. Ne? So. Guck mal hier, das habe ich jetzt gar nicht gesucht gehabt, das habe ich einfach so als. Das ist so ein Artikel und es scheint so ein Do-it-yourself-Trend zu sein gerade, dass die Leute sagen, wenn es hier kalt ist und das Gas zu teuer und der Strom, zünden einfach ein paar Kerzen an. Und dann haben sie da in dem Artikel hier, warte mal, ich muss das jetzt mal hier ordentlich öffnen, SWR3, bla bla bla, die hatten das nämlich da, habe ich hier beim Öffnen vom Firefox kriege ich immer so Angebote. Und dann habe ich, denke ich, was? Ist das jetzt eigentlich da, sehe ich da, ich sehe jetzt da gerade deine Freigabe, ne? Genau. Ja, du siehst jetzt bei mir in OBS habe ich den Browser freigegeben.
Ah, so hast du es gemacht, genau. Und man gleichzeitig sieht man aber neben dir auch noch dein Bild. Das war das, wo ich eben meinte, ne? Dass wenn man sowas zeigt, je nachdem, wenn man unter 3 oder 4 Leuten ist, geht das noch, dass man die anderen auch noch sieht. So, und hier ist dann scheinbar irgendwie so mit Teelicht, Ofen, die Wohnung heizen. So ein Trend, ne? Bauen sie sich irgendwie so Teelichter und denken dann, damit könnten sie heizen für unter 20 Euro, ne? Was weiß ich was. In Kriegszeiten, als Energie tatsächlich knapp war, da haben die tatsächlich, wer weiß, was für Konstruktionen gehabt, aber etliche davon auch tödlich. Ne? Das ist eben so, dass also dann das Gas, also dann Monoxid war und oder eben zu viel CO2, also ist ja alles tödlich. Nicht? Und dann sind die eben dann auch tatsächlich erstickt, obwohl sie es gar nicht, und haben es nicht gemerkt. So, dann, bis zum Schluss. Das ist so dieser Sog des schwarzen Loches, dass es da einen Point of No Return gibt. Nicht? Dass also sozusagen eine Horizontlinie gibt, wo es zu spät ist. Nicht? Mahlstrom, Abgrund und eben so etwas, wo dieses langsame, geruchlose Anreichung von Giftgas oder giftigen Gasen, das ist alles, hat alles so an die Kante gehen, dann pup, geht es nicht mehr. Also man merkt es gar nicht, dass man drüber raus ist. Aber es ist ein für alle Mal zu spät. Hör mal, ich habe sogar in meinem Ausbildungsnachweis, meinen ersten als Schlosser, habe ich sogar industrielle Brandschutz, industriellen Brandschutz, Sonderprüfung gehabt, bla bla, mit Sonderausbildung. Das war so ein Thema Hast du gelernt, was du auf keinen Fall machen darfst oder da. so? Ja, Oder wo man. auch wie man eine Ölwanne, wo induktiv auf glühendes Werkzeug dann gelöscht wurde in so Ölwannen, ne? Und was man da macht, wie man dann diese Ölwanne, wenn die anfängt, Feuer zu fangen, also riesen, boah, brennt da die ganze Ölwanne. Und dann kannst du die mit so einer Kelle, kannst du die praktisch mit dem Öl selber löschen, zum Beispiel solche Sachen. Ja, ist anders als in der Küche, wo man auf keinen Fall mit Wasser löschen soll. Ja. Eben hochgefährlich. Ja, ich hatte dieses Altenheim, was jetzt abgebrannt ist. Und dann guckte ich die Nachrichten zusammen mit Nele. Dann habe ich die auch erstmal nochmal gefragt, ob sie weiß, was passiert, was sie machen muss, wenn es hier irgendwo in der Wohnung angefangen hat zu brennen. Nicht? Also nicht, dass sie da womöglich Ja. anfängt zu löschen oder sich in einem Versteck zu verkriechen und Erstmal so, Fenster aufreißen, ja, damit Luft reinkommt. damit möglichst viel Sauerstoff. Genau. Er sagte, bevor die Treppe, die kann immer bei uns im Haus, könnte die Treppe brennen. Das ist aus Holz. Also solange die Treppe noch nicht brennt, raus, egal wie. Also und wenn du krabbeln musst. Genau. Die kriegt ja auf Treppen geht, hat sie ja Hemmung. Beste, Und was du tun kannst, ist vom Brandherd entfernen. ja, und so, und habe ich ja gesagt, dass wir das nochmal bei Gelegenheit genauer besprechen sollten. Weil mit Behinderung ist das natürlich, weil eben einige von den Leuten, die da eben ans Bett oder an den Rollstuhl gefesselt waren, Ja. in dem Hause hilflos waren im Ja. Katastrophenfall. Ja. Das ist natürlich was also nur durch vorhandenes Personal aufzufangen ist und Kann da man auch eben bei auch dem immer Hochwasser da, voreilig. Ne? glaube ich, war mit dem Ahrtal oder sonst was, wo so. Ja, genau, da war das ja direkt Mit. kriminell. Da war das ja so, dass sie also die Sorgfaltspflicht Schlammt haben, völlig nach dem. Aber das ist dann, die Fantasie reicht nicht so weit bei den Menschen. Aber bei mir ja auch nicht, bei wem auch immer. Wenn auch, man weiß nie, was dann tatsächlich Also, wie passiert. gesagt, ich habe das in Ausbildung gehabt, das Toll. war eine Industrie, das war ein Betrieb, die hatten über 1500 Mitarbeiter an einem Standort da, und das war Stahlindustrie, und da war überall irgendwo mal was heiß gemacht, ganze riesige Brammen und so, die wurden induktiv praktisch erstmal zum Glühen gebracht, und dann wurden die in einem Presswerk horizontal gepresst, Rohre, ne? In der Härterei hat man halt auch, und dann natürlich dann beim Schmeißen, autogenen Schmeißen, hat es immer mit Flammen und Feuer, beim Schmieden, ich habe noch Schmieden gelernt, hatte auch mit Feuer zu tun. Und dann später habe ich in einem, wo ich hier in die Gegend gezogen bin, in einem kleinen,
hier ortsansässigen Kaufhaus gearbeitet und da war ich dann auch zuständig für die Brandschutzanlage. Jede Woche muss ich die prüfen. Aber das ist halt die Idee, die ich da interessant finde, ist, dass das Feuer auf der einen Seite dieses warme, einheimliche und so hat, aber auf der anderen Seite immer die Vernichtung dabei ist. Das ist das totale Desaster, dass alles in Schutt und Asche geht. Ne? Das Vorteil, wenn man vor der Flamme, am der Wasser einsame auch. Träumer vor der einsamen, ein Träumer vor der einsamen Flamme ist, dass man da, dass da eben alles sozusagen, da ist die Flamme friedfertig unter Kontrolle, so geht. Ja, die Kippe im Bett, ne? Aber man, er kann eben in den Träumen eben, kann er eben von der Flamme her die Feuersbrunst genauso denken wie den letzten Funken und ja. Sozusagen kann also die Hände dran wärmen und das ist eben eine unglaubliche geistige Freiheit. Apropos Freiheit, ich muss aber kurz das Bad aufsuchen. Ja, alles klar. Dann überlege ich mir ein Zwischenprogramm noch. Was haben wir denn da? Irgendwo hat schon ein Bild, eine Flamme. So. Okay. Da Blitz in der Wolke, oder was ist das? Ich weiß gar nicht mal, was das habe ich aus dem Küchenfenster fotografiert. Keine Ahnung, was da los macht. Also, was, genau, das sieht. Ah, das ist dann sehr wieder der Widerschein von Sonnenuntergang ist wahrscheinlich, ja, oder? Ja. Aber der Blitz gehört ja zu den Flammen dazu. Also, Der Streifen, da meinst du, der da reingehen? Ja, nein, ich meine das jetzt nicht konkret auf dieses Bild bezogen, sondern also, wenn man so eine Kategorienliste hätte, kann Ja. ein Blitz zwar einen Baum anzünden, aber ist er selber auch eine Flamme, nicht? Also, das Ach so. ist eher nicht, würde ich sagen. Aber das wäre noch mal zu überlegen, jedenfalls. Da ist ja natürlich auch mal die Frage, in welchem Kontext man gerade den Begriff dann semantisch verwendet, ne? Würde ich mal sagen, Flamme hat ja auch in verschiedenen Systemen praktisch vielleicht sogar eine andere Bedeutung, ohne
das jetzt genau zu wissen, aber da gehe ich mal von aus. Also ich glaube, ich habe bei einer, ich gucke mal nochmal durch meine Zeichnungen. Warum habe ich die? Okay, ich mache nochmal Bildschirm teilen. Aber ich glaube, ich habe einmal diese Idee mit reingenommen. Warte mal, ich gehe auch mal gerade pinkeln. Ach so, genau. Dann mache ich mal das Bildschirm teilen hier. So, genau. Und zwar das hier. Genau. Da kann ich erstmal noch ein bisschen an was anderes durchziehen lassen. So, ich habe ja schon ein bisschen, bin ich mal ein bisschen hin und her gegangen, aber ich gehe nochmal zurück. Also da werden jetzt nochmal ein paar Flammen sichtbar. Mhm. Also, ja, das meine ich ja. Diese Form, also du hast ja da, ne? Das ist halt das, was ich meinte, dass das so die Flammen halt, ja, was weiß ich, so chaotische Formen annehmen, so Strukturen, die, wo dann einer vielleicht sagt, oh, das ist aber im 3D-Programm gemacht. Nee, ne? Flammen haben in der Natur, haben die wirklich so Ausprägung, ne? Der unterschiedlichsten Art. Ne? Man kann sich davon nicht nur wie auf einer, auf so einer Kerze, das ist nett und dekorativ, ja, aber... Dort gibt es noch, sozusagen. Also hier ist das Problem dieser Durchsichtigkeit des Kerzenkörpers auch bearbeitet. Das finde ich also ganz schön. Eigentlich vermisse ich jetzt den Matze, weil er ja, also im Grunde kann man eben Parallelen ziehen, nicht so viel. Nö, wieso? Er kann... Er hat aber auf jeden Fall was dazu beigetragen, was ja auch zu rekapitulieren ist, grundsätzlich. Genau, ja, genau. Aber das will oder nicht, ist ja dann, wie er auch so schön sagt, und dann bin ich auch ganz bei ihm, ist alles seine Sache, was jemand, wofür jemand brennt, sag ich mal. Ne? Dass er das, also man kann ja nicht erwarten, dass alle immer so in einem Film brennen. Ne? Weil jeder brennt ja so seinen Film. Und dann gibt es, finde ich zumindest, als Creator, ne? Wir sind ja Creator. Und da finde ich es halt schön, wenn es so Überschneidungen gibt und Brücken. Und wenn dann nur zwei oder drei Leute die Brücken vielleicht sehen, ist ja auch gut. Trotzdem muss ja keine Massenbewegung werden jetzt. Nee. Diese Kerze hier, die ist auch eine meiner Lieblingsstücke, weil die, glaube ich, das war so, dass ich dieses Knistern hatte und gleichzeitig einer Mandel. Also sozusagen eine geschlossene Mandel, ne? Mhm. Und dann aber sozusagen, dass die überall sozusagen Teilchen, die selber nochmal, also
dass es wie so eine knisternde, und dann auch, aber auch wieder so dieses Überlaufen. Wie so eine Wunderkerze teilweise, oder? Ja, genau. Ja. Also so und schießen die Sachen weg. Mhm. Also da, ich weiß nicht, also ich müsste auch nochmal irgendwie rausfinden, ich habe unterschiedlich lange an den Kerzen gearbeitet, natürlich an den Flammen gearbeitet. Und da hast du aber auch das Buch dann da schon gelesen, oder was? Ja, aber das war dann so parallel, aber es ist eben nicht illustrativ aufeinander gezogen, sondern auf so einer höheren Ebene. Vor allem, weil ich ja auch das Gefühl hatte, also indem ich zeichne, wird die Kerze erst erschaffen. Also ich habe zwar auch Kerzenträume, aber diese Kerzenträume gehen nicht von der Kerze aus und bringen die in Sinnzusammenhänge, allegorisieren die, sondern das also umgekehrt durch meine Träumerei vor dem schwarzen Bildschirm mit dem weißen Strich also aus dem Kritzel entsteht. Und das ist, glaube ich, auch die Verbindung, wo ich noch überlege, ob das also als Orakelbuch auch, also in die, als Serie in diese, Orakel. In diese Serie, Serie Orakel mich auch einpassen könnte. Nicht, also ist vielleicht, also ich will das ja auch nicht penetrant machen, aber na gut. Also die, und hier ist das nochmal, nee, das ist dieselbe, das ist so. Oder dieses ganze fadenscheinig werden von Flammen, nicht? Also wenn sie auf einmal so aufgesogen werden von der Dunkelheit, nicht? Das also im Grunde die nicht anleuchten können dagegen, weil sie also sozusagen selber zu viel Dunkelheit einatmen und so. Dann wiederum, dass hier so großflächig mit so Linien, die hier so räumliche, das räumliche Verhältnis, also dick aufgetragener Farbe, wie Gips. Und ist das dann nur gemalt oder ist das auch Foto übermalt? Nee, das ist nur gemalt. Also gemalt ist, ich nenne das ja alles Zeichnung, weil ich immer einen Stift habe und wie ich den einstelle, kann ich da Ölfarbe mit simulieren oder was auch immer. Und von daher sind das Zeichnungen, auch wenn ich also wie hier, also hier habe ich sicherlich also einen großen, ist es ein einziger Pinselhieb hier sozusagen oder ein Pinsel. Sprich, nicht? Aber dann auch wiederum so, dass also diese Räumlichkeit drin ist, hier die, plötzlich spiele ich hier mit Höhenlinien, so, ne? Das ist aber auch eine Einstellung, die dann am Pinsel vorgenommen wird, nicht so. Ich wüsste nicht, ob ich das heute noch hinkriege, weil das ist alles, läuft alles sehr spontan und intuitiv dann mit. Mhm. Das ist jetzt hier wiederum ein Katastrophenszenario, weil es also im Grunde so Heu und eine Stallsituation, wo dann die Flamme sich ausbreitet. Also die mag ich auch sehr, obwohl ich nicht so genau sagen könnte jetzt, wieso. Und dann das hier, das ist sozusagen, wo auf einmal der, wie so ein Funke, nicht? Also ich nehme, habt ihr hier nur die Flammenkante genommen und dann hier diese Entladung. Wie, ne? Ja, genau, wie so ein Strom überspannt. Also dieses, genau. Und ja, also da fand ich also diese da war auch so dieser Gedanke, nicht? Ist das jetzt, den Blitz, was ist Blitz eine Flamme? Hat die Flamme irgendwie dieses Elektrische in sich, nicht? Und eigentlich würde ich denken, natürlich, warum nicht? Also, aber was ich mich immer gefragt habe, ist, ob die Flamme ein Gewicht hat. Genau. Also das ist natürlich schwierig, weil das nach oben weg. Ich weiß nicht, ob man da schon irgendwie Kenntnisse in Transzendentalphysik braucht oder so, keine Ahnung. Flamme und Gewicht. Ja, nicht der glorreiche Physiker, aber. Auf jeden Fall macht sie Druck. Ne? Also es heißt, also sie, wenn man oben was hat, dann schlägt sie ja gegen, also wenn man oben eine Platte irgendwie was drüber legt, gegen die sie drückt, weil es ist ja so ein Aufwind. Weil Gas zum Beispiel. Gas hat Gewicht. Hat ja Gewicht, ne? Ja. Das ist ja Flammengewicht.
Aber wie gesagt, das ist, da entziehen sich meiner Spezialkenntnisse von Physik und sonst was dann. An der habe ich auch sicherlich nicht lange gesessen, aber es ist trotzdem wunderschön. Also das, an der Das habe ich war sehr gut. lange gesessen. Das glaube ich, ja. Das war ja auch so ein Thema, was warten bei den Knubbeln, die du malst, ne? Hast du mir mal erzählt, dass du sie so in einem Rutsch gemalt hast? Und Also hier die. bei der Serie da mit den Kerzen, da ist halt schon so, dass du da auch sukzessive dran gegangen bist, ne? Also, Teilweise. aber ich glaube, ich habe, also es kann sein, dass bei dieser sogar ich eine Pause gemacht habe, dass ich die später nochmal weitergezeichnet habe. Sonst geht es eigentlich so, dass ich also pro Blatt dranbleibe, egal wie lange es dauert. Und Dann ist bei Bracells manchen Sachen, Artefakt ist ein Ergebnis einer Sitzung. ja, letztendlich. Das hier ist Das Huckleberry sieht auch Finns geil aus. Freundin. Ich fand das immer als kleiner Junge, fand ich das immer witzig, wenn der Huckleberry Finn da seine Freundin oder dieses freche Mädchen, nette, freche, wie auch immer Mädchen. Und die hat ja in den Zeichnungen, die in dem Buch waren, hatte die immer diese so Rüschenhosen, die guckten immer unter den Röcken vor, nicht? So. Und das war so, dass dann hier plötzlich diese. Habe ich aber erst nachher gesehen, habe ich so gedacht. Und dann hier innen drin habe ich dann jetzt angefangen, so ein Gesicht zu sehen, dass ich hier zwei Arme kommen hoch hier und dann stützt sich das so ins. Aber es ist auch nur, also es ist nicht hineingezeichnet, sondern nachträglich entdeckt. Genau. Turbulente Räume und eingefrorene Räume. Also Was? an dem habe ich auch länger gesessen, also unter Garantie. Nicht wahr? Das hat was Geschmiedetes sozusagen. Obwohl es eben auch genauso gut so ein transparentes Eis, ein Kristall, etwas sein, ein Gel sein könnte, in dem da innen drin noch Sachen vor sich gehen, die man Ein Gesicht natürlich mit irgendwie so einem Tuch, eine Frau, die so ein hier ist Tuch, und eine genau. Künstlerin, die so eine Bewegung macht mit Luft und ein Tuch um den Kopf hat. Ja, also auf jeden Fall hat das auch immer eine sehr starke Körperlichkeit und transparente Materialität, wenn ich das sage. Ja, das ist also japanisch, so ein Bündel von Bambusstäben. Also, ja, wie man sieht, also und dann, egal wie ich gezeichnet habe, es ist immer sozusagen so, dass dieses Becken auch so mitgedacht ist oder eben ausgelassen wird. Also, aber das gefällt mir auch ganz gut, wie ich das gemacht habe. Ist ja schon was her, ne? Also man kann sagen, je länger ich dran gearbeitet habe, desto mehr habe ich auch das Bedürfnis gehabt, dann also solche so direkte solche, meinetwegen solche, so eine Schale oder wie das eben, also ausgefeilt oder bei Körperlichkeit zu einzubringen, eben Ja, das siehst du weg. auch bei allen Icons, wenn du googelst, Bildersuche, Flamme, ne? Und du suchst dann praktisch so ein Icon, das sind ja einfach nur Körper. Ich meine, sowieso meist halt dann 2D ist ja. Das sind keine Sphären, ne? Im kulturellen Gedächtnis sozusagen hat sich das Symbol für Flamme hat irgendwelche Zacken und Spitzen oben und unten einen Bauch. Das sind so die Kernmerkmale, würde ich mal sagen, für so ein vereinfachtes Flammensymbol, ne? Was du auf bei jedem Heizlieferant dann auf dem LKW Ja, guckst, siehst du. genau. Ja, werbetechnisch gesprochen. Genau, also das können hätte, würde zum Beispiel auch, genau wie die, also diese sehr körperlich ausgearbeiteten, sowas, das wäre zum Beispiel auch im Rahmen dieser 3D, Plastik, nicht, nenne ich das mal, möglich.
da ist jetzt auch wieder diese Kerze, die Funkenflug verteilt. Mhm. Hier, die ist auch überall. Wunderkerze. Afghanistan und eine Wunderkerze, ja. Feuerwerkbahn und so. Ja, und das ist, glaube ich, die komplexeste. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich auch. Mhm. Das ist. Da kann ich mich noch erinnern, weil wenn du das nämlich ranzoomst, das sind ja wie Gestalten, das ist ja wie so ein Google Deep Dream irgendwie. Ja, das sind hier Schlangen. Ja, das ist und, ja Hammer. Wurzeln. Kannst du das nochmal ranzoomen? Also irgendwie? Ein Hase. Da müsste man ja kommen. Ja. Na, da ist ja hier vorne, sehe ich so ein Gesicht wie so ein Wurm, der da hinten nach. Ja, da. Hier genau. Ist ein Schnabelwesen. Ja. Ja. In dessen Krass. Statt einer Zunge ist dort irgendwie ein leuchtender, leuchtender Murmel oder so etwas. Da oben ist ein Hirsch oder was war das? Was. Das ist eher so ein Hase, würde ich mal sagen. Hase oder Hirsch, ja, ein kleiner Hirsch. Ja, also ist jedenfalls irgendwie jetzt, auch das ist natürlich die Klecksdeuterei, ne? Ist das jetzt nicht so im Einzelnen gewollt, sondern dem Impulsen der Zeichnung. Aber zum Beispiel natürlich, wenn man sieht, wie matt das hier wirkt, ne? Wie matt das hier wirkt, nicht? Und wie dann andere Stellen glänzen, nicht? Das ist natürlich schon so gerne gemacht, so, ne? Ja. Und auch aber immer so, dass also das meine größte Angst dann wurde dann beim Zeichnen, dass es jetzt etwa dem Kritzel aus dem Kritzel rausgeht, ne? So, dass es also auf einmal kein Kritzel mehr ist. Ja. Und das ist doch noch gelungen. Das ist immer noch so, also jetzt ein sehr, sehr, sehr volumenplastischer Kritzel ist, aber einer, dessen Zufälligkeit immer noch mitgedacht werden kann. So, das ist so. Auch eben hier oben dann keine Spitze zu machen, sondern etwas, was so auslädt. Fast also wie Eierstöcke oder so. Na gut, und dann Faustkeil. Also da siehst du, dass mich da auf einmal dieses Moment Transparenz auch mit abgeholt hat. Ne? So, das finde ich also ganz schön. Ja, das ist jetzt keine Flamme ohne Umgebung. Das ist die einsame Flamme. Das sieht Flamme aus, ist aus wie so entfremdete Street-Art-Fotografie oder so in U-Bahnhöfen oder irgend sowas. Genau, diese Linien, da hast du ja auch mal diese Linien. Ne? Also Bahnhofsfotografie ist immer mit ganz vielen langen Linien. Mhm. Und das hat eben das, was ich am Anfang hatte, dieses Weltraum, dieses Landschaftsding ist hier also auch natürlich schon, die habe ich ja viel später gemacht, diese anderen Zeichnungen. Ne? Ich muss sie jetzt nicht alle zeigen. Ich glaube, ich zeige nochmal, mache nochmal Bildschirm teilen. Und dann gucke ich mal, dass ich mal dieses andere Bild hier, Hintergrund ist auch ein bisschen heller. Virtueller Hintergrund. Da haben wir jetzt also diese Äste, ne? So, die erinnern natürlich an die eine Flamme. Mhm. Oder den Spitzen von hinten mit den. Genau. Und das hier nicht, das hatte ich am Anfang. So, und da natürlich diese Arbeit an der Flamme hat diese Sachen natürlich auch noch als einer der Wege dahin, so, das so zu machen. Aber man wird, ist egal. Ah, da kommt Metaphern Kunst. Ich bin gerade hier irgendwie was. Ja, du hast das Obi hier. Wenn wir uns demnächst mit Obi treffen, dann wird das Chaos perfekt. Ja, da hast du wie in diesen Science-Fiction-Filmen, wenn sie dann durch die City und überall an den Häusern tausende Plakaten sind am Blinken, hier, jetzt, hier, come in und Kachel, Wirrnis. Genau.
Na gut. Konkret irgendwas. Ja. Irgendwas konkret. Konkret irgendwas. Ja, sehr schön. Ja, können wir, ich merke, ich werde immer heiserer. Nee, 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 wir müssen ja, wir haben ja jetzt eine neue Regel hier, eine Ja, neue Regel, die Kunstaufgabe. neue Regel 4 Stunden ist, muss ja immer laufen. unter 4 Stunden machen wir es nicht. Okay. Letztes Mal waren wir da mit 4 Stunden unterwegs. Das war ja Also die wirklich letzten Kunstaufgaben waren alle irgendwie 4 Stunden drei mal. Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Na, Ja. das muss nicht jedes Mal so werden. Nö. Genau. Hoffen wir, Und dass die Birgit beim, also wie gesagt, weil das ja mit dem da, ob das alle 2 Wochen Kunstsocke ist, keine Ahnung. Nette Idee, und wenn nicht, dann nicht. Naja, gut, also ich bin nächstes Wochenende weg. Ja. Also dieses Wochenende ist nochmal Anita weg, danach ist nochmal, da habe ich also hier hohe Verpflichtungen. Und dann das Wochenende bin ich auch, da bin ich dann nochmal verreist. Danach tritt wieder so ein bisschen Ruhe ein. Dann kann man also, ne, diese Regelmäßigkeit wieder besser aufrechterhalten. Ja, aber das ist eben, Kunsttalk ist eben nicht eine Sendung mit einer Institution dahinter, einem RWB oder MDR oder wie Nee. auch immer, sondern das ist eben gerade das nicht. Von daher haben wir eben fluktuierende Zustände manchmal. Obwohl wir sind, ich finde, wir sind gar nicht schlecht. Also, na gut, konkret irgendwas. Hoffnung für alle, noch ein bisschen Werbung für Luhmann. Ja, stimme ich nicht mit zu. Luhmann habe ich nicht gelesen. Ist ja egal, du kannst ja Und trotzdem will eine ich auch Meinung nicht. haben. Ich mache doch Du keine. musst ja auch eine Meinung zu Marx haben, obwohl du ihn nicht gelesen hast, oder? Also, ich habe Das darf alles man ja wohl nichts erwarten, gelesen. also, mein lieber Freund. Nein, ich habe nur das Frühwerk gelesen. Das war damals so in Mode. Genau. Das war's. Das war in Mode, das Frühwerk. Weil Fuhrwerk? das Frühwerk. Das Welches? frühe Werk, Ja, seine welches? Anfänge, Ach so. die sind für Geisteswissenschaftler noch rezipierbar. Also, Pflichtlektüre. Ja. ja, weiß nicht. Also ich habe das eigentlich ganz gerne gelesen. Ich kann aber jetzt sagen, könnte das jetzt nicht aus dem Ärmel. Würde ich auch nicht wollen. Muss man nicht. Ich gucke gerade mal. Ja, okay. Genau. Ja, ist jetzt aufgefallen, dass ich das umgesetzt habe. Nee. Ich habe da diese Doppelschicht, also das ist sozusagen Seifenblase, obere Fläche, untere Fläche, nicht? Das hat auch Matze gemacht. Und das habe ich erst in einem anderen Menüpunkt zugeordnet gehabt. Das habe ich jetzt umgesetzt. Und so ist es etwas sichtbarer. Das andere, an dem hätte man sonst mal vorbeigeblättert. Also das ist ja noch nicht, und das werde ich bestimmt auch noch mal einmal mehr oder so verwenden, nicht? Aber das ist mir, war da etwas verloren. Das habe ich dann jetzt da hingesetzt. Also das sitzt jetzt direkt auf diesem Salzkriechenpunkt, glaube ich. Menüpunkt. Oh. Ja, manchmal denke ich, vielleicht sollte ich doch nur noch zeichnen. Dann hätte ich diese ganze Ja, also wo ich Textanstrengung. dich eben gehört habe, wurde gesagt, dass oh, ich muss noch 3D-Programm und so. Dann denke ich, wann willst du das denn alles da machen? Ey, dein Leben ist begrenzt. Das kannst du Ja. alles gar nicht schaffen. Das ist so viel, ne, Aber was wenn ich man jetzt anfange, das von dieser Grenze her zu denken, dann wird das doch langweilig. Ich wollte ja nur ein gutes Und Gegenargument jetzt von dir kriegen. außerdem ist das Panik belastet, nicht? Dann denkt man auf einmal, was alles passieren kann, Das ist halt wieder auch dieses wie schlecht Spannungsverhältnis gesichert mit der dem. Mensch Ja. insgesamt und überhaupt Ja. ist. Habe ich jetzt die Tag noch irgendwo gehört, die meisten Menschen würden angeblich so Angst haben, dass sie halt endlich sind. Ich hätte eine Darüber, Angst auch vor diesem Gedanken.
dass ihr Leben endlich ist. Ja, aber in dem, aber das ist ja, taucht im Bewusstsein ja eher selten auf, dass man, also man reagiert ja, selbst wenn man darüber nachdenkt, ist ja der erste, das erste Grund, das Grundgefühl, dass man doch gerade lebt, während man drüber nachdenkt, nicht so. Und daher kann man da diesen leisen gegenseitigen Widerstand zwischen der Endlichkeit und der Aktualität, nicht? So kann man da. Das ist ganz schön. So. Also ist ja auch so, Endlichkeit wird ja oft mit ewig gegen Ewigkeit gesetzt, nicht? Aber kaum etwas ist ewiger als der Moment, weil Ewigkeit bedeutet ja eben nicht lange Zeitdauer, sondern bedeutet ja dieses der Zeit, dem Zeitlichen überhaupt Enthobene. Also das ist so mit dem Begriff der Ewigkeit angezielt. Und dann ist genau Aktualität genau der Punkt. Ewig, jetzt ewig, wieder ewig, aber schon wieder vorbei mit ewig. Genau. Hier, mein Freund Friedag, weiter will ich ihn nicht benennen, da hat man ja noch geschrieben, je mehr man in die Vergangenheit schaut, desto weiter sieht man in die Zukunft. Und vorher hat er mir ja was geschrieben, warte mal. Fröhlich schlägt das Herz im Reisekittel, vorausgesetzt man hat die Mittel. Ah nee, das war noch was anderes. Ja, wenn du Geld hast, kannst du wer weiß wo wohnen und leidest keinen Mangel, weil alle, die das dann bringen, was du brauchst. Ich bin aber da nicht, je weiter man in die Vergangenheit guckt, desto, wie war das? Ach, das war irgendein Blödsinn. Aber das ist ja schon interessant, weil das geht für mich nur auf, wenn dieser Blick in die Vergangenheit eben mit dieser wahnsinns hochtourigen Rekonstruktionstätigkeit, die dann aktuell abläuft, verbunden werden muss. Und dann ist es eben doch eher ein zukunftsträchtiges nach vorne hin wirtschaften als eben diese Vergangenheitslastigkeit mit all diesem Sog in die Tiefe des Brunnens. Und dann, das ist so ein Zitat von Churchill. Je mehr man in die Vergangenheit schaut, desto weiter sieht man in die Zukunft. So. Aber das Gespräch, da war vorher noch, hat er mir auch so Zeichnungen geschickt. Und dann sage ich, bist du wieder irgendwie. Und dann hartnäckig weiter fließt die Zeit. Die Zukunft wird Vergangenheit. Da habe ich ihm dann geantwortet, die Zukunft bleibt die Zukunft, sonst wäre sie ja nicht die Zukunft. Hä? Und dann schreibt er zu mir, du hast schon immer Probleme mit Logik. Und da habe ich mir nur gedacht, nee, das sind deine Probleme, da projizierst du wieder was auf mich. Die Zukunft ist immer, die kann nie Gegenwart werden, die Zukunft, weil dann ist sie keine Zukunft. Die Zukunft wird immer Zukunft bleiben, oder? Ja, ich habe da ja mal dieses Beispiel gehabt mit dem Horizont, nicht? Also die Zukunft ist auf keinen Fall so wie der Horizont, dass dann eben das, was über den Horizont zu einem kommt, nicht? Also über den Horizont kommt, oder was man sieht, wenn man aufsteigt und über den Horizont gucken kann, das ist ja alles da. Aber die Zukunft ist eben, das ist alles nicht da. Also man die wird auch nie da sein, ne? Weil nicht da sein, das ist etwas Entferntes von der Gegenwart. Also der Gedanke an die Zukunft konfrontiert einen eher mit der weltumgebenden Void, mit dem Vakuum und oder der dem Chaos und der Leere, dem Nichts. Das ist also eben mit Zukunft angerichtet, nicht? Die ansonsten ist schon so, dass also das, was Gegenwart mobilisiert, sind ja tatsächlich die Vektoren, die aus der Vergangenheit sind. Nicht? Also schon die Stabilität des Tisches hier ist ja ein aktiver Posten, vielleicht kann man so sagen,
in Sachen Bestand und damit also Zukunftssicherheit. Das heißt also, man hat dann eben das Gefühl, das geht nicht in der nächsten Sekunde verloren. Nicht? Ich habe genau, da auch einen kurzen einen Aphorismus. Und Algorithmen sind genauso, nicht? Oder ähnlich. Hm? Ich habe da auch so einen kurzen Aphorismus zur Gegenwart. In der Gegenwart ist wirksam immer auch die Vergangenheit und die Zukunft. Weil auch in der Gegenwart bist du ja zukunftsgerichtet und du kannst aber auch gegenwartsgerichtet sein. Und das kann oszillieren. Aber in der Gegenwart ist beides wirksam. Die Zukunft. Also Gegenwartsgerichtetheit finde ich sehr. Die Vergangenheit. Also Gegenwart. Ich finde, dass so wie man die Vergangenheit rekonstruieren muss oder konstruieren muss, so eben auch das, was dann Zukunft genannt wird oder das, was dann in der Gegenwart ist, diese Verrechnungsstelle, nicht, wo also diese die Algorithmen bestätigt oder eben gelockert oder eben neu erfunden werden, die eben dieses Hineinarbeiten, diese Expansion der Gegenwart in die in die Leere ringsum ermöglichen. Also insofern ist also in Zukunft, wenn man jetzt allein diesen Betrieb der Algorithmisierung, nicht, wenn man das nehmen würde, würde man von der Zukunft als so eine Art Konstruktion, also Möglichkeitskonstruktionsraum, genau, oder so etwas. Phasenraum, das sehen, ist das, ne? Der Raum der Möglichkeit, der Kontingenz, was passieren kann. Ne? Ja, aber eben nicht nur Kontingenz, weil eben die Stabilität von Verhältnissen, die Stabilität von Materie, von kreislaufenden Ökosystemen und so weiter, diese Stabilitäten, die sind ja mit drin. Also solange man eben da den Verlass hat, und da wird natürlich streng überwacht, also die Mythen und die Rituale früher waren ja, hatten ja eben auch diese Funktion, das zu versichern. Nur kann man eben keine Kreisläufe aufrechterhalten, weil sie eben immer gestört werden. Und dann muss man eben auch Mittel oder Wege finden, mit diesen Störungen umzugehen, beziehungsweise diese auch zu nutzen. So, da gibt es in der Sozialforschung diesen Begriff der Trajektorie. Und das bedeutet eigentlich wie ein Trichter. Das heißt, von der Gegenwart aus nach vorne gesehen in die Zukunft kannst du überlegen, was passiert. Ne? Und ganz am Anfang von dem Trichter kannst du sehr gute Entscheidungen treffen, aber die summieren sich und der Trichter geht auseinander. Die Wahrscheinlichkeiten werden immer größer. Und da entsteht dann irgendwann so ein riesen Strukturbaum von logischen, was passiert, wenn dann das, das und das und das und so und so. Ne? Also je näher du noch an dem Trichter unten bist, also an der Gegenwart dran bist, in die Zukunft guckst. Ja. Also was morgen, ja, wir gehen mal davon aus, dass morgen noch, was weiß ich, die Kirche im Dorf ist sozusagen, ne? Aber ob die in 2 Jahren noch im Dorf ist, man weiß es nicht. Ne? Ja, ja, ich würde ja für globalen Gartenbau plädieren. Also kleine Landwirtschaften, die sorgfältig mit ihren Möglichkeiten umgehen. Aber ja, genau, also dieses ja, man kann ja direkt sagen, also diese Möglichkeitsbäume, die chaotisieren, die weiter weg, ne? So. Und damit ist man immer erstmal in dieser Zwischenschicht des Chaos. Und dann hinter dem Chaos ist dann eben nicht mal mehr Fluktuation drin, sondern nur noch nichts. Ne? Ich habe jetzt auch irgendwo einen Aufsatz, wo Physik sich tatsächlich noch sich dem stellt, dass jenseits des Vakuums, das ist ja im Grunde dieser Fluktuationsbereich, Dirac mehr und so, dass es da also dann noch Möglichkeiten geben könnte, das zum völligen Nichts durchzustoßen, erkenntnismäßig oder experimentell, wobei da würde ich wirklich Angst kriegen, weil es gibt diese eine Weltuntergangsfantasie, dass eben the Big Rip heißt das, glaube ich, also dieses plötzliche Zerfall. Also wenn wir eine das Innenleben einer großen Vakuumfluktuation sind,
wo nur intern Raum und Zeit da sind, extern nicht, dann kann eben tatsächlich alles jetzt sofort weg sein. Nicht? Also würden wir nicht merken, wäre einfach nur weg. Und dann in dem Moment, wo es um das Nichts geht, dann würde man ja den fluktuationslosen Bereich öffnen. So eine doofe Vorstellung kriege ich dann. Ne? Und hier der Knüpphausen, ne? Ja. Der Knüpphausen, der Sänger, wo ich das Lied, da hat er das Lied, das Nichts heißt das, glaube ich. Und da sagt er eigentlich auch so, das Licht, irgendwas brennt in dir, ne? Ein Licht, das Leben. Er hat ja diese Erfahrung gemacht mit seinem Freund, der gestorben ist, und so. Und dann sagt er am Ende praktisch frei, was frei sein will. Das heißt, extrem gesagt sozusagen, im Nichts gibt es überhaupt wahre Freiheit. Ja, gut, das ist dann, also religiös wäre das ja irgendwie diese Nirvana-Vorstellung. Aber das ist ja Buddhismus, ist keine Religion. Buddhismus ist keine Religion. Ja, auf die Definition. Eine Philosophie. Ja. Was es auch ist. Der Gedanke des Nirvana ist spannend und würde eben, man könnte fragen, ob das sich miteinander aufeinander abbilden lässt. Das könnte man sich schon fragen. Das könnte man sich schon fragen. Wobei eben diese Sehnsucht nach dieser endgültigen Zufriedenstellung, nicht? Die kommt mir, da müssen ja auch Widerstände gegen sein, dass man sagt, okay, das ist so Kübler-Ross im Extrem sozusagen, nicht? Also sehen wir uns beim Sterben zu. Was ist Kübler-Ross? Ach, das ist die Frau, die dieses, also eigentlich die richtige Initiative eben, Krankenhäuser zu haben, in denen man menschlich begleitet sterben kann. Da, wo das also in der Single-Gesellschaft nicht geht oder die Angehörigen überfordert sind, nicht, dass das dann eben möglich ist. Und dann hat das aber also eben so einen Touch von, dass der Tod anderer doch eine tolle Sache für die Selbsterfahrung ist. Was? Ja? Also es ist jetzt ganz gemein so gesagt. Ne? Ne? Und dann Elias Canetti würde ja dann eben mit seiner radikalen Todesfeindschaft, nicht, würde da natürlich genau hineinfahren und sagen, also Leute, ihr bereitet den nächsten Holocaust vor, indem ihr also das Sterben relativiert. Nicht? Also wie auch die Einzelentscheidung jeweils sein mag, aber in dem Moment, wo ihr also so todesbegleitend auftretet auf diese Weise, nicht, also ich habe da jedenfalls immer große Bauchschmerzen gekriegt, wenn ich das so bemerkt habe, dass also diese ganzen Erlebnisberichte aus dem Sterbezimmer also in der Dichtung mag ich das noch, aber in so einer sozial... Ja, ehrlich, aber in so einer Welt von sich auf Sterbebegleitung... Ja, das war das, wo ich eben meinte, die echt... Also Seneca hat ja irgendwie Das Leben ist kurz, da sein Werk. Ne? Man kann es hören auf YouTube, dann kennt man es so. Aber dass die Leute da über den eigenen Tod oder beziehungsweise die Begrenztheit des Lebens und so, ne, dass sie dann so Konzepte entwickeln wie mit nach dem Leben, nach dem Tod und so Sachen, ne, kann man ja eigentlich nachvollziehen. Ja, finde ich aber auch das okay. Ist völlig... ich meine, wenn die Wissenschaftler sich ja dreisten, sozusagen Prognosen auf die nächsten so und so viele Milliarden Jahre zu machen, dass Weltall in einem Wimmer oder in einem erneuten Urknall oder in einem sonst was zugrunde geht oder eben die Erde von der Sonne verspeist werden wird und so, wer weiß, was da für Paradigmenwechsel noch zwischen sind, nicht? Ja. Also das, was Welt ist, noch völlig anders beleuchten und wiederum die jetzt gehabten Paradigmen also zerbricht. Also da bin ich
da, ich finde das nicht mutig, sondern das finde ich also waghalsig. Ich finde das auch, bringt auch so eine bestimmte Art von Pessimismus oder eben so eine Art, so eine stille, latente Art von apokalyptischer Religiosität, die ich so nicht gut finde. Also ich finde das, was machen die da? Was denken die sich da gerade aus? Also dass man natürlich alles in die Zukunft mehr oder weniger geradlinig hinein denken kann und dass dann man das auch immer meint, das wäre dann so, würde dann so kommen. Das ist ja klar. Mit der Trajektorie ist das eigentlich schon rein logisch, ne? Weil diese Variablen, wenn die alle aufzeichnest, das ist auch dieser Dämon. Wer war das noch? War das der Maxwell'sche Dämon? Maxwell'sche Dämon, ja. Ja, ne, so was weiß ich, dass man da würde. Der meint, das logische Netz, was er da ausbreitet. So, ja. Ja. Und dann merkt man, dass es eben eigentlich immer wieder ganz anders läuft. Und das ist natürlich. Weil wir nicht genug Daten haben, Andreas. Ja, weil wir nicht genug Daten haben. Wir haben nicht genug Daten. Da liegt das. Unsere Prognosen sind so schlecht, weil wir von den Systemen zu wenig Daten haben. Wir haben nur ein paar Mechanismen und so. Und dann denken wir, wir können 8-Tages-Wetter vorhersagen. Ist aber nicht. Ne? Für mich ist das auch so ein Problem wie bei der Science Fiction, wo dann die Sprache immer noch heutig ist. Ne? Das heißt also, der Science-Fiction-Autor, der muss in einer Sprache, die das, was er da für die Zukunft fantasiert, gar nicht mehr ausdrücken kann, nicht, sondern die Sprache von demnächst bräuchte. Ne? Also da muss er aber sozusagen in einer Sprache drüber schreiben, die natürlich völlig antiquiert ist zum 30. Jahrtausend oder noch ja, weiter klar. Weg. Ne? Und völliger Kappes. Insofern, wenn man also sozusagen so einen gewissen Realismus entlang dieser Trajektorien und dann womöglich Zufall, ne? Wenn du sagst, also irgendwie, ich habe das Beispiel mal, also ist einer im Raumschiff und sagt dann also, warte mal, ich gehe mal eben mit der Badewanne runter zur Planetenoberfläche. So, jedes dieser Worte kann also witzigerweise, man kann in der Badewanne, das wäre dann aber der Taunus 17M, nicht, der damals Badewanne genannt wurde, nicht? Also jetzt haben wir die erste Sinnverschiebung schon, nicht? Also in dem müsste man aber jetzt gehen können, nicht? Also mit dem geht man. Man nimmt ihn beim Reifen und geht dann. Und dann dieses Gehen kann aber auch im Grunde eine völlige Transmutation sein, so wie eben der Ford 17M eben ein Codewort für wiederum was ist. Und also man kann also genau das alles so aufbrechen und immer wieder neu. Es passiert dann in Archäologie und sonst was da, auch die mit Semantik und also die haben ja jetzt in den archäologischen Fächern mittlerweile so einmal diese DNA-Geschichte, ne? Dass halt in der Archäologie jetzt diese ganzen DNA-Leute mit drin sind, so. Und natürlich die ganzen Semantiker oder hier Linguisten, ne? Die dann auch noch in diesen Fachbereich, der ist sowieso, dann ist halt Theologie, ist noch in der Anthropologie, ne? Ist auch noch wirksam und das Fach entwickelt sich gerade, finde ich, so beobachte ich das, so einem multidisziplinären Fantasiebecken sozusagen. Ne? Ja, wir werden hochkomplexe, wir sind hochkomplexe, expansive Konstruktionsbereiche, und zwar nach vorne wie nach hinten. Und allein diese Dynamik, nicht, wird also Welten hervorzaubern. Ja, und dann kommt noch die KI dazu und die hast also in den gibt ein Fach, das ist auch schon über was weiß ich, wie viel, 30 Jahre oder länger, 50, glaube ich, 70 Jahre. Ich vermute, die werden alle so überfordert sein, Digital Humanities. Ja. Guck mal, nach diesem Begriff Digital Humanities, ne? Also was da im Moment abgeht, und das interessiert, also die Leute wollen halt gucken, dass über den Winter kommen, ne? Ja, genau, während man also da spinnt, ist das Gas knapp. Nicht? Ja, das ist aber die Gegenwart, Ja, aber genau, also so, ich würde mal sagen,
so ein bisschen rum, wenn man rumspinnt, dann würde ich sagen, dass diese, dass die Zukunft eben genauso riskant und lebbar sein wird, egal wie komplex, weil also die Komplexität steigert sich dann ja für alle. Mhm. Und manch einer kriegt ja dann so diese Weltuntergangs- oder Menschheitsuntergangs- oder Faschistische. Oder das als irgendwie faschistoid wird. Das als voll durchorganisiert ist und die Maschinen herrschen und die Algorithmen und die Logik, das Gesetz, ne, ist Gesetz und alles wird überprüft und überwacht. Ja, ich meine, das ist schon spannend. Also jetzt diese eine sehr sympathische Frau, die hier nochmal über Ökologie auf eine drastischere Weise nachgedacht hat. Wie heißt denn Hermann oder so ähnlich? Meine ich. Also auf jeden Fall sehr sympathisch und unglaublich. Ja, aber die setzt dann auch mal mittendrin, setzt die auf einmal auf ein Überschreiten der Demokratie in Richtung auf, das müsste dann mal so sozusagen irgendwie so eine Art Zentrum machen. Ja. Oder so. Das kann man nicht den Wirkkräften allein überlassen. Da muss man also einmal sagen, so Technokraten, die Technokraten. Ihr richtet das jetzt mal so aus, ne? So, ja, dass das also willentlich. Ja. Aber das muss ich mir nochmal anhören. Also mir kommt mir eben nicht vor wie eine Faschistin oder so, aber sie also eben auch vor der Komplexität sozusagen die Waffen streckt und sagt also, nee, wenn wir das jetzt alles so. Ohne Ordnung wollen, geht nicht. Genau, also das muss jetzt auch mal, also sie zeigt ja, sie zeigt in ihrem Vortrag ständig auf, wie Bemühungen scheitern und immer wieder scheitern und das eine Dummheit ist und das eine Dummheit ist und letztlich, ich muss aber sagen, also in diesem ganzen Gewühle kommen doch also letztendlich immer wieder auch ziemlich gute Sachen bei raus, ne, so. Und also ich finde, dieses Kuddelmuddel wird Bestand haben, nicht? Also man wird auch immer Ungleichzeitigkeiten haben, von daher ist vielleicht sogar der Gebrauch der heutigen Sprache in der Science Fiction sinnvoll, weil man sagen kann, ja, das ist jetzt hier so eine Nische, nicht, die dann übrig geblieben ist, sozusagen so fatal, aber das wird es damals demnächst dann auch noch geben, nicht, dass also ungleichzeitig eben, so wie wenn bei uns es Ecken gäbe, die also dieses Altdeutsche oder wie heißt das hier, Wessebrunner Gebet, so dass es Leute gibt, die sowas dann eben als Sprache haben oder Latein oder Griechisch in dem Sinne von damals. Hier, Lisa Rosa, ne? Lisa Rosa. Hat geantwortet hier auf so ein, ich habe einfach hier in so ein Video gepostet von einem, den ich öfters gucke. Ne? Ein junger Mann irgendwie aus Kanada oder Amerika, glaube ich, was weiß ich. Und der beschäftigt sich mit diesen ganzen Poststrukturalisten und Frankfurter Schule und Kapitalismus und was weiß ich. Und all den ganzen Kram. Ja, genau. Auf seine Art, ne? Der macht das auf seine Art, ne? So. Gucke ich gern. Und steht im Hashtag Marx und Heidegger und dann sagt Lisa Rosa, wieso Heidegger? Ne? Und dann sage ich, gehört bei ihm scheinbar zum Inventar. Ne? Also die Figuren, die er hier in seinen Videos aufzählt, er erklärt dann halt aus einer Storytelling macht er. Ne? Many don't. This one doesn't. So baut er so eine Geschichte auf, wie der moderne Kapitalismus entstanden ist, von England eigentlich aus. Ne? Und diesen ganzen Companies. Schreibe ich, gehört bei ihm scheinbar zum Inventar, sagt sie, bei wem? Dann sage ich hier bei dem, ne? Bei dem Plastic Bills, ne? Bei dem Produzenten von dem Video. So. Und dann sagt Critical Theory und Heidegger sind ja wie Hund und Katz. Ne? Dann denke ich mir so, ja, hier gibt es einen schönen Vortrag, ne? Ja, Mörchen, so und so, bla bla. Wo nämlich eigentlich die Frankfurter Schule und Heidegger vom Ansatz her, das erklärt er hier schön, in 30 Minuten. Kann man sich mal anhören, ne? Wenn man sich dafür interessiert für das Thema, naja. Dann sage ich, ich habe keine Zeit, auf jede Frage ein ganzes Video zu gucken, bla bla. Und dann vom faschistoiden Sloterdijk gar nicht erst anzufangen. Also sie tut dann
Sie arbeitet hier mit dem Begriff dem Faschistoiden sehr viel. Ne? Das sind diese faschistoiden Strukturen da halt. Ja, sprachliche Nachlässigkeit. Ja, ja, weiß ich nicht. So. Nee, ich glaub, das ist wie, gehört wie damals, also wenn Kampfgebrüll, oder? Mit Linken da. Hört das nicht ins linke Kampfgebrüll irgendwie? Naja, das ist genau. Ja. Das ist also letztendlich sogar. Dann ist letztendlich sogar, wenn du vor der Ampel halten musst, dann ist das also auch schon eine faschistische Ampel. Alles, was dein bürgerliches Ego-Leinchen da stört, ist dann eben, das ist natürlich. Und dann habe ich mal so gegoogelt, was dazu für Schriften gibt und alles hier mit in dem Verhältnis Heidegger und was weiß ich, hauptsächlich dem Sloterdijk, ne? Was der für Probleme hat hier mit der Frankfurter Schule oder was weiß ich. Und der hat scheinbar den Habermas damals auch als Linksfaschisten beschrieben. Ne? Ja, der hat also mitten in die bürgerlich-linke Rezeption der Frankfurter Schule sozusagen, hat der eben ein Buch geschrieben, wo er eben, ich weiß nicht, Gewalt ist negativ, also wie hieß der denn? Der erste Sloterdijk, der ihn sofort an die Spitze geschossen hat, also der Aufmerksamkeit jedenfalls. Mhm. Scheiße, wie hieß denn das? Das war ein von Frontalangriff gegen die Frankfurter Schule und hatte aber auch die Qualität, und das hat das ganz witzig gemacht, fand ich, wie die sozusagen eine Kritik der Aufklärung. Und hier am Beispiel Kritik der Frankfurter Schule, nicht? Also ich muss das direkt nochmal nachgucken, wie das Buch hieß. Ich habe das nicht mehr. Ich habe es hier, glaube ich. Guck mal, ja, hier. Also, siehst du da was? Nee, ich sehe nichts. Ist zu klein. Zu klein? Ja, ich sehe nur verschwommen. So besser? Nee, ja. Das ist alles schon unter dem Schutt von dem, was im Augenblick an ihm da für unbotmäßig war. Ich gehe mal eben rein nach. Aristokratisches Mittelmaß und zynische Dekadenz? Nee, einschlagender Titel und. So, da müsste es jetzt irgendwo auflaufen. Ja, genau, Kritik der zynischen Vernunft. Ja. Und das halt so reingeschlagen wie nur was. Also sofort war sozusagen, gab es ja, wie viele Feinde der sich in dem Moment hat. Und wie viele falsche Freunde. Das kann man sich ja wohl vorstellen. Kritik der zynischen Vernunft. Und das, mal sehen, ob sie es schön, ob sie es gut beschrieben haben. Wer nicht den ersten Namen stellt, Namen zu tun. Tausendseitige Werk für die Ansonsten. Aristokrat. Ah, das ist ja, also das ist zur Kritik der, ne? Mhm. Genau, also das. Eine Replik. Eine Replik, 1000 Seiten. Da kannst du dir vorstellen, was für eine Aufregung. Wenn eine Replik 1000 Seiten. Ja, ich weiß, dass da immer irgendwelche Aufregungen sind, aber naja, das gehört da zum Geschäft, finde ich, oder? Sonst wirst du nicht aufmerksam. Du musst irgendwie aufregen da. Ja, gut, aber nein, das, so ein Buch schreibst du nicht nur, weil du aufregen willst. Hier ist das Original. 200 Jahre nach dem Erscheinen von Kants Kritik der reinen Vernunft sieht sich jede Kritik, die Aufklärung in der Gegenwart einlösen will, mit einer neuen Form des falschen Bewusstseins konfrontiert. Dieses falsche Bewusstsein beruht weder auf Lüge noch auf Irrtum. Es ist auch nicht durch die auf eine Kritik der politischen Ökonomie gestützte Ideologiekritik aufzulösen. Zynismus ist das aufgeklärte falsche Bewusstsein. Es ist das modernisierte, unglückliche Bewusstsein, an dem Aufklärung zugleich erfolgreich und vergeblich gearbeitet hat. Es hat seine Aufklärung gelernt, aber nicht vollzogen. So, das ist im Grunde ähnlich wie dem, was er also im Kritik, im Jargon der Eigentlichkeit
anderen vorwirft. Mhm. Ja. Der Adorno. Ne? Ja, ja, ja. Und hier wird das ja. Also genau, ja. Das ist so der. Ja, das meinte ich ja. Den Stachel treibt so, er in die Tiefe. Ja, das ist für mich, das meine ich halt, das ist so rein technisch gesehen, ist halt ein mechanisches Vorgehen. Man hebelt irgendwo an welchen Schwachpunkten. Wenn du Luhmann aushebeln willst oder mit Leuten ins Gespräch, die für den Feuer und Flamme sind, dann red mit denen über Autopoiesis, dann kommen die immer ins Schwimmen. Ne? Hier, das ist einfach gut situiert und miserabel zugleich fühlt sich dieses Bewusstsein von keiner Ideologiekritik mehr betroffen, da seine Falschheit bereits reflexiv gefedert ist. So, also, wie viele Seiten hat das Buch? Wo steht das jetzt? 1000, hast du eben gesagt. Nein, 1000 war die Replik. Ach so. Also es dürfte nicht so viel haben, weil ich finde, der Stachel darf nicht 1000 Seiten haben, sondern Paperback. Bin ich denn doof? Wo steht denn hier bei? Auf jeden Fall weiß ich jetzt, Sloterdijk ist ein Faschist. Ne? Ja, bist du fertig, oder? Nee, hast du politische Aufklärung genug? Du weißt, dass in dem laschen Sprachgebrauch von Lisa Rosa auch 1000 Seiten, fast 995 Seiten. Mhm. Ach ja, der wirft, der schießt keine Pfeile ab mit seinem Bogen, sondern Bratpfannen, der Arme. So, Abfall für gefüllte Bratpfannen. Also sagen wir so, ganze Pizzapfannen sind das. Und also das ist das, was du eben angelesen hast, das Zynische. Aber du bist jetzt zynisch. Ich bin jetzt sarkastisch. Sarkastisch, zynisch. Zynisch, ne? Ja, meinetwegen. Ich finde, was ist daran schlecht? Was ist am Zynischen oder am Sarkasmus oder der Ironie, ne? Des Überreißens? Also, ich kann mir da nicht anders helfen. Ja. Na gut, also da muss ich mich noch wieder drum kümmern. Ich habe das damals an mir vorbeigehen lassen. Nee, du wolltest auch 3D-Programm jetzt lernen. Du kannst nicht alles machen, Andreas. Ich hab hier wunderbare stapelweise Bücher, die ich alle noch lesen will. Ja. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ist das hier alles jetzt geteilt? Nee, ne? Nee. Nein, Gott sei Dank. Okay. Ja, also dann sind wir jetzt wieder in der Theorie, dann machen wir jetzt Feierabend. Haben wir genug noch am jetzt Ende? Jetzt haben wir genug gekriegt. Für Futter genug am Ende. Ne? Kann keiner sagen, wir hätten nur über Flammen geredet. Oder über Physik. Oder irgendwie so. War oder nur Kunst uns genug? Um uns selber gedreht. Wir haben jetzt über Sloterdijk und Lisa Rosa. Dieser Rosa sieht wir drauf eingegangen, wenn das nicht Transzendenz und Multiversen, alles war dabei. Genau. Ja, dann auf zum nächsten, nicht extra, sondern legitim oder was? Oder, ich tut das ja eh irgendwie dann einreihen mit irgendeiner Nummer. Und aber es ist ja schön, also wenn man das so richtig schön sieht, dann weiß man, wie lange wir dabei sind. Ja. Und müssen uns ja mal Gedanken machen, was da jetzt noch draus werden kann. Oder wie es bleiben soll, was bleiben soll. Nein, jetzt. Achtung, bleiben. Ich habe da jetzt eine kleine Falle aufgebaut. So, ein bisschen mehr Diversität in den Themen wäre vielleicht, dass man mal ein bisschen auch den Rahmen mal so verlässt. Also ein bisschen so ausschweift, so ein bisschen ausschweifend vielleicht. Ja, genau. Aber ich möchte nicht sozusagen so Ausstellungen fleddernd über andere Künstler reden, sondern mit anderen Künstlern oder so. Mal gucken. Aber dann, das ist jetzt alles Du kennst das rheinische Grundgesetz? Ja, Paragraph 1. Skript wie Skript. Richtig. Skript in dem Sinne. In dem Sinne. Gute Nacht. Wir melden uns.